Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich auch recht herzlich bedanken, dass wir bei diesem rekordverdächtigen Wetter dennoch den Weg hierher gefunden haben. Ich hoffe auch, dass die Technik in allen Punkten so mitspielt, wie ich mir das hier auf dem Bild vorgestellt habe. Fangen wir mal erstmal mit dem Verein an. Ich gebe so eine kleine Gliederung vorweg. Ich sage etwas über den ja nicht ganz so gewöhnlichen Vortragstitel. Die Worte stammen nämlich nicht von mir. Dann sage ich etwas natürlich über mich selber auch, damit Sie einen gewissen Einblick haben, und habe dann meinen Vortrag eingeteilt, indem ich einmal etwas über die Familie Theobald erzähle, seinen Lebenslauf und die Leistung, die er in und für Hamburg erbracht hat. Im Teil 2 gehe ich dann nochmal auf Theobalds Persönlichkeit ein, und dann ist allerdings in seiner zweiten Lebenshälfte nur noch über seinen finanziellen Abstieg zu berichten. Dann kommt ganz zum Schluss Theobalds gesundheitlicher Zusammenbruch, und Theobald wurde in die damalige Irrenanstalt in Hamburg eingewiesen. Aber wie das dann so mit exponierten Personen ist, ist selbst mit dem Tode, den Theobald in der Irrenanstalt hatte, ist es noch nicht zu Ende sozusagen. Man muss dann noch ein zweites Mal zusätzlich zuschlagen. Einmal ist der Teil von Theobald ist sozusagen als Bestandteil übergeblieben, seine sogenannte Theobald-Bibliothek. Und dann gab es von dem Herrn Ahrens einen Appell an die Hamburger Bürger, wo auch nochmal der Herr Theobald mit seinem Aufenthalt in der Irrenanstalt Friedrichsberg auftaucht. Kommen wir zur Einleitung. Erst einmal zu dem Vortragstitel. Der stammt zu einem Teil aus der Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, und zwar aus dem Artikel von Frau Renate Hauschel-Thiessen, und zwar zu dem Hamburger Archiv, seine Besucher zur Zeit von Otto Bennecke. Da gibt es dann einen Ausschnitt, wo Dr. Theobald erwähnt wird, und zwar in der von Dr. Adolf Theobald, einem ziemlich unnützen, durch Heirat reich gewordenen Gelehrten. Bis dahin habe ich sozusagen den Titel genommen, aber der geht noch weiter. Der vieles anfängt und wenig leistet. Da steht dann hier drin, dass er Bennecke um Ratschläge gebeten hat für historische Kostüme, wofür die notwendig waren, das zeige ich Ihnen dann im Verlauf des Vortrags noch später. So, jetzt komme ich natürlich zu dem wichtigsten Mann, zu mir selber. Ich bin 74 Jahre alt, ich war mal bei der Hamburger Sparkasse tätig als Leiter für die Aus- und Fortbildung und bin dann später gewechselt an die Sparkassenakademie, dort als Akademieleiter und heute im Ruhestand. Die Grundlagen meiner Recherchen, das ist meine private Familienforschung. Und meine Familie stammt aus Mecklenburg, und jetzt muss man eben sehen, ob das hier mit dem Zeiger funktioniert. Also aus so einem kleinen Ort. Oh ja, das läuft. Der heißt Zuro, liegt in der Nähe von Wismar und hat heutzutage sogar einen eigenen Autobahnanschluss bekommen. Ist aber ein winziges Dorf. So, jetzt muss ich mal eben schauen, wenn ich den hier wieder rauskriege. Das mit dem Zeiger hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ach, das stört ja nicht so. Hier sehen Sie meinen Großvater. Das ist der Herr hier. Und da oben steht auch nochmal das Wort Zuro. Mein Großvater mit Vornamen Ludwig war um 1900 Rademacher, oder heute würde man sagen Stellmacher, auf dem Rittergut Zuro. Damals war ein Hugo Hundeiker,
der Rittergutsbesitzer. Und dieser Hugo Hundeiker ist der Stiefsohn von unserem Dr. Theobald. Und wie sich später dann auch herausgestellt hat, seine Ehefrau, die Adele Wilhelmine Micha, nicht Elis, sondern Micha Ellis, eine Hamburger Kaufmannsfamilie, die wurde am 20. September 1903 auf dem Friedhof in Zurow begraben. Bei meinem Besuch dort habe ich gesucht, aber die Grabstätte ist derzeit nicht mehr zu finden. So, und dann habe ich in der damaligen Anfangszeit über das Internet den Namen Hundeiker, das war ja sozusagen der Gutsbesitzer, im Internet gesucht und bin gelandet auf dieser Internetseite, die ich Ihnen gleich noch mal ein bisschen genauer erkläre. Im Text sehen Sie, da steht jetzt: Die Indiana Tribune war eine deutschsprachige Tageszeitung in Indianapolis. Sie erschien von 1878 bis 1907 und hatte 1982 eine Auflage von 3000 Stück, eine große deutsche Gemeinde dort, die dann also diese Zeitung hat. Und das, was ich dort gefunden habe, am 12. Mai 1902, war folgender Text: Die Gemeinde Waren, Müritz, das kennt man heute vielleicht auch. In dieser Gemeinde Waren gab es ein schwarzes Hotel. Im schwarzen Hotel hier selbst hat sich der Gutsbesitzer, da steht dann zwar nicht Hundeiker, sondern Hundecker, aus Zurow erschossen. So, und jetzt sozusagen kriminalistischer Spürsinn, warum hat er sich erschossen? So, jetzt müssen wir bedenken, 12. Mai 1902, das bedeutete, dass in Indianapolis die Leute Zeitungen aus Europa bekommen hatten, die natürlich mit dem Schiff eine Zeit brauchten. Das heißt, das Ganze war natürlich etwas älter. Und dann habe ich gesucht und in der Mecklenburgischen Zeitung eine nächste Anzeige dazu gefunden, aber die ist nicht mehr vom Mai, sondern vom April, also einen Monat vorher. Jetzt müssen wir leider wieder ein bisschen lesen. Der Fremde, welcher sich gestern im Schwarzen Hotel erschossen hat, ist der Gutsbesitzer Hundeiker aus Zurow. Derselbe kam gegen Mittag in Begleitung zweier Herren aus Güstrow hier an, ist im genannten Hotel abgestiegen und hat sich kurze Zeit darauf erschossen. Ja, nun haben wir unseren Krimi-Fall. So, und wenn man das dann weiterverfolgt, dann stellt sich raus, die beiden Herren, die den Herrn Hundeiker dort im Hotel aufgesucht haben, die beiden Herren haben versucht, den Herrn Hundeiker zu erpressen. Und zwar deshalb, weil Herr Hundeiker hatte neben dem Gut in Zurow in einer anderen winzigen Gemeinde auch ein Gut gehabt und sich dort wohl an der Tochter eines der beiden Herren, als sie 16 Jahre alt war, in irgendeiner Art und Weise, die ich nicht aufklären kann, vergangen. Der zweite Herr war der spätere Besitzer dieses kleinen Gutshofs und die ganze Geschichte ist sozusagen im Originaljahr, wo diese Untat an dem jungen Mädchen geschah, ist die irgendwie so aus der Welt verschwunden. Und dann haben die beiden Herren sich gedacht, da muss sich doch noch Geld rausschlagen lassen und haben dann den Herrn Hundeiker aufgesucht, als er hier in Waren einen Aufenthalt hatte. Dann haben sie ihm seine Forderung auf den Tisch gelegt. Also ich habe noch einen weiteren Zeitungsartikel, ich wollte aber jetzt noch nicht so viel da im Detail vorlesen. Und dann stellte sich raus, dass Herr Hundeiker dann um Bedenkzeit gebeten hat. Er wollte die 20.000 Mark nicht bezahlen und ist auf sein Hotelzimmer gegangen, hat einen Abschiedsbrief geschrieben und dann die Pistole genommen und sich selbst gerichtet, oder wie nennt man das, kann man so sagen. Gut, das ist sozusagen auch ein weiterer Teil, weshalb man dann mühsam in die Universität Rostock fährt, um dann die Mecklenburgische Zeitung von dem Tag zu finden. Leider sind in den mecklenburgischen Archiven die Prozessakten nicht aufbewahrt. Da sind fast keine zu finden. Ganz anders als hier im Archiv in Hamburg.
Das heißt, ich konnte die Frage, ob denn diese beiden Herren, die dann die Erpressung versucht haben, ob die dann später noch verurteilt worden sind, also das konnte ich nicht weiterverfolgen. So, jetzt zu unserem Hauptkandidaten und seiner Familie. Die männlichen Vorfahren von Dr. Theobald waren evangelisch reformierte Pfarrer und stammten aus der Nähe von Hanau. Man muss dazu wissen, dass wenn man die evangelischen Pfarrer oder so etwas sozusagen einteilt von der evangelisch reformierten Kirche, hat man schon mal gehört. In Hamburg ist die Geschichte der Kirchenstadt lutherisch geprägt. In Bremen und Umgebung ist die Kirche sowohl lutherisch als auch von der evangelisch reformierten Kirche geprägt. Das hängt damit zusammen, dass es in Bremen eine Möglichkeit gab, quasi Theologie zu studieren, und die Pfarrer aus Hanau sind seit 1700 so und so viel regelmäßig alle nach Bremen gegangen, um dort sozusagen die Voraussetzungen für ihr Pfarramt zu haben. Also ab 1700 bildet die Familie Theobald bei den Pfarrern eine richtige Dynastie. Es gibt ein Pfarrergeschichtsbuch, da sind ungefähr, ich würde mal sagen, so 270 Pfarrer mit ihren Familien, mit ihren Amtszeiten niedergelegt, die alle mit dem Nachnamen Theobald hießen und die alle irgendwo miteinander verwandt waren. Der letzte, der uns jetzt hier interessiert, der Großvater von unserem Adolf Theobald, hieß Johann Philipp Adolf Theobald und war Pfarrer in Bremen-Blumenthal. Die Gemeinde Blumenthal zählt mit der Gemeinde Lehe, Ringstedt und Hossels und Neuenkirchen zu den sogenannten fünf Reformierten an der Unterweser. Wenn Sie den Begriff eingeben im Internet, dann finden Sie dort sehr viel über die Geschichte der evangelisch-reformierten Kirche, denn diese Gemeinden sind diejenigen, die am längsten sozusagen damals ihren Status als evangelisch-reformierte Kirche durchgehalten haben. Der südliche Teil um Bremen herum, das war damals wieder das Königreich Hannover. Das hatte erlaubt in seiner Kirchengeschichte, dass in einer Kirche sowohl ein evangelisch-reformierter als auch ein lutherischer Pfarrer das Amt übernehmen konnte. Aber wie gesagt, dafür muss man sich sozusagen mit der Kirchengeschichte nochmal alleine beschäftigen. Von den Eltern von Adolf Theobald bin ich durch meine Veröffentlichung, die ich gemacht habe, mit einem jungen Mann in der Nähe von Frankfurt zusammengekommen, der mir dieses Foto zugeschickt hat. Das zeigt den Vater von Adolf Theobald, der hieß Karl Christian Theobald und ist eben in diesem kleinen Ort Hossels in der Nähe von Bremen geboren und ist dann später in dem Stadtteil Fahr in Bremen verstorben. Auch von der Mutter gibt es ein Bild in den Archiven. Die Mutter war Juliane Marie Mädchen, die in Bremen geboren und in Bremen verstorben ist. Wer sich mit Bremer Haus- und Handelsgeschichte kennt, dem sagt der Name Mädchen etwas. Der Mädchen ist eine riesige Segelschiff-Reederei gewesen, die zu bestimmten Zeiten die größte Segelreederei in Deutschland darstellte. Aber diese Juliane Marie Wädchen stammt nicht aus diesem superreichen Haus Wädchen, sondern es gab in der Vorgeschichte sozusagen einen anderen Familienzweig, aus dem diese Dame stammt. Aber sie sozusagen unabhängig davon, ihr Mann oder ihr Vater war auch Kaufmann gewesen und sie gehörte auch nicht zu den Ärmsten in Anführungsstrichen. Es gab noch einen weiteren Onkel, wenn man die beiden Fotos miteinander findet, der
in Kopenhagen als Prediger an der evangelisch-reformierten Kirche tätig war und engste Kontakte zum dänischen Königshaus hatte. Also alle paar Jahre, wenn im Königshaus wieder mal Nachwuchs war, konnte man in den großen deutschen Zeitschriften dann sehen, dass dieser Herr Theobald dann den Sohn des Königspaares in dieser evangelischen Kirche getauft hatte. Und dann gab es immer eine Notiz unter den kaiserlichen Melden. Und dieser Herr, der war gleichzeitig Vogelforscher und hatte auch dort sich sozusagen zum Experten entwickelt, und der war als einziger in Dänemark berechtigt, von einer ganz bestimmten Vogelsorte die Eier aus dem Nest zu nehmen, was wohl aus welchen Gründen auch immer sozusagen nicht jedem Ornithologen sofort genehmigt wurde. Auf der anderen Seite komme ich jetzt nochmal zu dem Großvater Wädchen. Das ist nämlich Julius Heinrich Helmerich Wädchen. Das ist derjenige, der nicht zu dem ganz reichen Familienzweig zählte, den ich eben erwähnt habe. Adolf Theobald war nicht ganz alleine in der Familie, er hatte Geschwister. Ich zähle jetzt mal so in eine Reihe auf die Geburts- und die Sterbedaten. Also es gab einmal den Adolf Wilhelm Theobald. Dann das zweite Kind war Julius Heinrich Theobald, der in Fischerhude geboren ist, aber in San Jose in Costa Rica verstorben ist. Der hat Handel mit diesen Staaten getrieben und ist dort als Kaufmann hingegangen. Davon gibt es auch aus San Jose, gibt es auch eine originale Todesakte, die man eben als Genealoge findet dann in den Verzeichnissen. Dann kommt eine Schwester, Maria Caroline Romualda Theobald, die in Fischerhude und dann in Bremen verstorben ist. Dann gibt es einen weiteren Bruder, Hermann Ernst Theobald, der ist auch ins Ausland gegangen, nach Südamerika, und ist verstorben in dem Ort Taltal in Chile. Und dann gab es eine weitere Schwester, das ist Luise Agnes Theobald, und die letzte, Wilhelmine Juliane Theobald. Nun habe ich über Herrn Theobald selbst zwei Fotos gefunden. Dieses Foto ist aus einem Buch des Vereins für Kunst und Wissenschaft hier in Hamburg. Da ist er gezeichnet. Und ich habe dann noch von der Schwester ein ähnlich unscharfes Bild wie von der Mutter. Dann füge ich hier nur noch mal an: Adolf Theobald hat geheiratet, wie schon erwähnt, Adele Wilhelmine Michaelis. Und die zweitjüngste Schwester hat einen Adolf Heinrich Overbeck geheiratet, auch eine bekannte Familie in Bremen. Und dann gibt es noch ein ganz, unter Historikern noch eine ganz enge Verbindung. Die letzte, jüngste Schwester von Theobald hat den Historiker Dietrich Schäfer geheiratet, der auch durch seine Geschichtsbände, die er herausgegeben hat, in den 1920er Jahren quasi gehörte so ein Geschichtsbuch über die deutsche Geschichte von Herrn Schäfer in den Bücherschrank oder in den Wohnzimmerschrank einer guten deutschen Familie. So, jetzt komme ich zu dem Lebenslauf von Herrn Theobald. Er ist geboren am 4. Oktober 1836 in Fischerhude. Seine Taufe hat sein Vater vorgenommen am 15. November. Und dies ist sicherlich aus der Entfernung für Sie nicht so gut zu erkennen, aber das ist der entsprechende Eintrag im Kirchenbuch von Fischerhude. Von der Geburt: Herrn Karl Christian Theobald, Kapellenprediger in Fischerhude, und Juliana Maria geborene Wädchen steht dann da. Gut. Er hat 1844 sozusagen mit der ersten Schulausbildung angefangen, denn der Vater war nicht nur der Kapellenprediger, sondern gleichzeitig der Schulrektor in Fischerhude. Dann, drei Jahre später, ist er in das Gymnasium Athenäum nach Stade gewechselt, und in dieser Phase
war er über 3 Monate schwer krank. Zwischenzeitlich hatte er die Chance, noch bei seinem Kaufmann, dem Onkel Hermann Mädchen in Bremen, eine Kaufmannslehre zu beginnen. Das muss man sozusagen immer auch sehen, weil natürlich der Pastor war nicht, sein Vater als Pastor war nicht der Krösus, der so eben mal die Schulgelder bezahlen konnte, sodass das Angebot von dem Onkel, eine Lehre zu machen, natürlich erst einmal als das Sinnvollste und das Praktische angesehen wurde. Aber der Vater wird genau in dieser Zeit, wo er in der Lehre ist, wird der Vater in die reformierte Kirche nach Mittlum, das ist auch da unterwegs, versetzt. Und ein Jahr später bricht Theobald die Lehre ab und kann sich aber dazu die Erlaubnis erbetteln, dass er an der Gelehrtenschule in Bremen dann, anstatt die Lehre im Kaufmannsbüro zu machen, dort an die Gelehrtenschule kommt. Er wird dann in Mittlum von seinem Vater konfirmiert und auch davon habe ich den kleinen Eintrag gefunden. Dann hat er die Gelehrtenschule in einem schnellen Durchlauf hinter sich gebracht. 1851 die Quarta, 52 Sekunda, 53 die Prima und wechselte dann in das Domgymnasium nach Verden. Das ist so eine Fantasie von meiner Seite, dass dieser letzte Wechsel, obwohl das auch wieder mit Kosten verbunden war, aber den Grund hatte, dass er dann in Preußen seine Reifeprüfung machen konnte und damit es möglicherweise einfacher hatte, an der Universität Göttingen zu studieren. Er hat dann am 11. September auch die Reifeprüfung gemacht und, Entschuldigung, vielleicht können Sie kennen, da ist die Zeugnis der Reife. Also ich habe diese Unterlagen auch bei seinen Promotionsunterlagen dann gefunden, wo man dann nachlesen konnte, dass er ein relativ fleißiger Schüler gewesen ist. Studium in Göttingen, das hat er dann auch begonnen. Und zwar am 11. Oktober 1855 ist eingeschrieben worden als die Nummer 68 der Studierenden in der Philosophischen Fakultät. Jetzt können Sie sich natürlich bei einem strengen evangelisch-reformierten Pfarrer vorstellen, dass der, nachdem sämtliche Ahnen in der Familie irgendwo sich ordentlich zum Pfarrer ausbilden lassen und studiert haben, dass der Sohn das genauso macht. Und damit geht sozusagen die Rebellion von dem Sohn schon los, indem er sich nicht in die theologische, sondern in die philosophische Fakultät einschreibt. So, und so sieht der Herr, ich hoffe, Sie können es einigermaßen erkennen, dieses Foto wurde mir von seinem Studentenchor zur Verfügung gestellt und der junge Mann, der mir das gemacht hat, das abfotografiert von einem Bild, was in deren Bierkommerzraum im Keller hing, in so einer riesen Ahnengalerie und sämtliche Bilder sind hinter Glas. Und leider sind wir schon bei dem Blitzlicht oder so etwas dann eben auch Spiegelungen da drauf, sodass das Licht besser herauszuarbeiten war. So sah Adolf Theobald aus, selbstbewusst mit Zigarre in der Hand. Und hier habe ich dann später mit ein paar Tricks noch ein bisschen, das ist dann im Jahr 1860. So, nun habe ich Ihnen mal rausgesucht, wie Herr Theobald studiert hat. Also erstes Semester 8 Vorlesungen, zweites Semester 5 Vorlesungen, drittes Semester 4 Vorlesungen und dann ist er in das Chor Brunsviga, also Braunschweig, Brunsviga, in das Chor eingetreten. So, da waren es noch 4 Vorlesungen. Nächstes Semester 1 Vorlesung und dann Consilium ab Iuni für die Nicht-Lateiner, also der Beschluss zum Abgang, die Universität hat ihn rausgeschmissen. Und zwar, weil er irgendwo entweder einen Studenten oder einen Bürger der Stadt Göttingen zu einem Pistolenduell herausgefordert hat. Und die Universitäten hatten zu der damaligen Zeit ein eigenes Universitätsrecht. Das heißt, ein Student wurde nicht von den staatlichen Gerichten abgeurteilt, sondern von den Professoren und von den Gericht an der Universität.
Gut, da der dann in dem Wintersemester nur eine Vorlesung, achso, dann ist er im nächsten Semester wiedergekommen und hat sich dann mit einer Vorlesung im Jahr 78 wieder einschreiben lassen. Im Semester darauf hat er eine Vorlesung gemacht und hat 10 Tage Karzer bekommen und musste die Unterschrift und dann ein erneutes Konsilium Abitudi abgeben wegen Beleidigung eines Polizeioffiziers. Dann im nächsten Semester maximal noch eine Vorlesung, die er belegt hat, und er wurde im Chor Brunsviga, also hier da seine Karriere, war er nicht nur mehr der einfache Student, sondern er war Senior, das heißt, er war derjenige, der das Chor nach außen vertrat und alle möglichen organisatorischen Sachen für das Chor erledigen musste. Zum Beispiel war er in diesem Jahr bei der 300-Jahr-Feier der Universität Jena. So, es geht weiter, nur eine Vorlesung immer noch. Ein zweites Mal von den Chorstudenten zum Senior gewechselt, ist absolut ungewöhnlich. Theobald muss einen so guten Draht zu seinen Kommilitonen gehabt haben, dass sie ihn ein zweites Mal wählen. Dann im nächsten Semester gar keine Vorlesung, aber dazu noch einmal ein Rauswurf von der Universität, und zwar wegen der täglichen Beleidigung eines Bürgers, aber nicht eben nur mal so für ein paar Tage, sondern bis Ostern 1860. Er hat davon ein eigenes Abgangszeugnis von der Universität bekommen und er war auch nicht in Göttingen mehr abwesend. Es kann sein, weil er an einer Stelle in einer Beschreibung das wiedergibt, dass er in dieser Zeit seinen Onkel in Kopenhagen besucht hat. So, aber Theobald gibt mir den Studierenden nicht auf. Er lässt sich noch einmal einschreiben. Also dreimal hat er sich rauswerfen lassen, dreimal neu immatrikulieren lassen. Ich muss eine Frage stellen. Ein Konsilium ab der Uni ist doch kein Rauswurf, sondern der Training der Art, die Universität zu verlassen, dem man ja offensichtlich nicht gefolgt ist. Der Punkt ist, dass es nur ein Beschluss, dass er abgehen soll. Ja, das ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung, ja. Der ist ja auch offensichtlich nicht nachgekommen. Aber der Punkt ist ja sozusagen, das ist das universitätseigene Recht. Das ist sozusagen nicht wie auf der staatlichen Seite. Das heißt, wenn Sie aufgefordert werden, was weiß ich, eine Geldsumme zu bezahlen oder so, dann passen die staatlichen Instanzen schon dazu auf, dass dieses Geld auch eingetrieben wird. Die Beschlüsse oder die rechtlichen Möglichkeiten der Universitätsgerichte gehen nicht so weit, sondern wenn der Student das nächste Semester wieder vor der Tür steht, konnte er sich einschreiben lassen. Und er ist eingeschrieben worden. Und wenn Sie, was ich Ihnen gleich zeige, die Einschreibdokumente sehen, dann ist er auch immer in einer besonderen Gruppe eingeschrieben. Ich will das hier nur nochmal mit den Semestern abschließen. Er hat sich nochmal einschreiben lassen, er hat noch keine Vorlesung vertreten, aber war weiterhin im Chor Brunsviga aktiv und hat bei der 1000-Jahr-Feier der Stadt Braunschweig sozusagen mitgegeben und die Vertretung des Chors. Und er ist im nächsten Jahr nochmal im Chorverzeichnis als jemanden. Diese 1000-Jahr-Feier in Braunschweig, die müssen wir uns auch so ein bisschen nochmal sozusagen merken, denn Sie können sich vorstellen, dass in Braunschweig die Hölle los war, 1000 Jahre alt war. Die haben einen riesen Umzug geplant in der Stadt und alle möglichen Institutionen haben dann sozusagen so eine Art Umzugswagen oder sowas ähnliches für diesen Umzug in der Stadt vorbereitet. Und Herr Theobald als Vertreter des Chor Brunsviga, dem gefiel die Reihenfolge nicht, in der Wagen dieser Studentengruppe eingebracht worden ist, und hat dann einen riesen Zoff gemacht, dass der Wagen der Studenten an einer exponierten Stelle war. Darüber hat es wohl mit anderen Studenten, denn es sind sämtliche Studierenden in Braunschweig waren in diesem Chor. Da hat es dann vermutlich richtig Prügel gegeben und Theobald ist dann anschließend sozusagen
ins Krankenhaus nach Hannover gekommen. Ich zeige Ihnen nochmal die Einträge, dass den ersten Antrag, da hat Theobald noch eine Nummer gekriegt, nämlich die Nummer 68. Das hier ist jetzt von 2 Jahren später. Da muss man sehen, hier steht der Theobald und jetzt könnte man denken, dass er die Nummer 166 bekommt, das ist aber nicht richtig. Da er zum zweiten Mal sich eintragen lässt, hat er einen Buchstaben bekommen. Und die Universitätsverwaltung ist dann bei A, B, C, D, E, F, G angekommen und Theobald hat dann als Zweitimmatrikulierter einen Buchstaben erhalten, und zwar in diesem Jahr den Buchstaben S. Und das ist das letzte Mal die Eintragung hier, da habe ich aber da den Buchstaben L bekommen, keine Immatrikulationsnummer. Diese ganzen Sachen habe ich dann eben auch im Universitätsarchiv in Göttingen dann auftreiben können. Jetzt ist etwas Überraschendes, obwohl Theobald eine gute Stellung unter den Studenten und seinen Chorkollegen hatte, kam er dann aber plötzlich auf die Idee, sein Studium abzubrechen. Ich weiß nicht, ob sein Vater oder so etwas dann nicht mehr bereit war, ihm die Kosten seines Aufenthalts in Göttingen zu bezahlen oder was der Grund war. Auf jeden Fall plant Theobald dann plötzlich als Hauslehrer nach Kurland im Russischen Reich zu gehen. Ich habe dann unter sämtlichen Studenten, die in den Immatrikationsbüchern in Göttingen vorhanden waren, nachgeforscht, welche Studenten aus Kurland kamen, um zu überlegen, ob als Senior eines Chors Theobald Kontakt zu anderen Chors genommen hat. Und was ich vermute ist, dass Theobald auf dem Gut eines Barons von Bistram in Mietau dann sozusagen seine Zeit dort in Kurland verbracht hat. Aber vorher will Herr Theobald noch schnell sein Studium mit einer ordentlichen Doktorarbeit abschließen. Jetzt müssen wir sehen, er war in Göttingen, aber Theobald schreibt seine Promotionsarbeit in Jena, ein paar Städte weiter, aber eine bekannte Universität. Er lag im Krankenhaus 1861 und schreibt zunächst aus Mittlum, wo sein Vater ist, an die Philosophische Fakultät in Jena wegen der Promotion in Absentia. Und schreibt so: Liebe Herren, also ich will nach Kurland und hab's eilig, ich hätte gerne immer schnell eine Promotion. Das ging damals in Jena. Jena war berüchtigt dafür, dass sie gegen entsprechendes Geld Promotionen aussprach. So, und schließlich habe ich einen Brief gefunden, das im städtischen Hospital Linden bei Hannover geschrieben wurde. Und der freundliche Student schreibt: Von meiner Arbeit über die homerischen Kriegsaltertümer sende ich als Dissertation nur den ersten Teil, weil ich einerseits den anderen noch nicht ausgearbeitet habe und andererseits jener ein in sich abgerundetes Ganzes bilde. Wie bei mir gesagt, ist schon an sich die zu einer Inauguraldissertation nötige Ausdehnung, hat diese erste Ausarbeitung. Also mit anderen Worten, Theobald hat einen alten Semesterbeitrag, den er denn nun doch irgendwann mal produziert hat, den hat er sich genommen und hat gesagt, daraus mache ich meine Doktorarbeit und hat dann auch sozusagen, heute würden wir sagen, die Chuzpe zu sagen, ich bin leider nicht dazu gekommen, den zweiten Teil zu schreiben, aber trotzdem, der ist ja lang genug, er kennt das mal als eine Dissertation an, ihr seid ja so nett. Ne? Dann kommt aber wieder hinzu, dass Herr Theobald diese Ausarbeitung nur als handschriftliches Exemplar nach Jena gegeben hat. Und üblich ist in der Fakultät, dass ein gedrucktes Exemplar vorliegt. Und Theobald schreibt, nachdem ihm der eine Mitarbeiter der Universitätsverwaltung das nun mitgeteilt hat, schreibt Theobald zurück:
Lieber Herr X, seien Sie doch so nett und sorgen Sie dafür, dass dieses mein handschriftliches, was Sie vorliegen haben, dass es auch gedruckt wird. Also als Senior eines Chors, eines Studentenchors, ganz schön, heute würden wir sagen, den schmeiße ich doch raus, der soll sehen, wo er bleibt. So. Dieses hier ist das handschriftliche Exemplar, das liegt in den, wenn das da oben lesen können, das liegt alles noch im Universitätsarchiv in Jena heutzutage vor. Und so sieht dann das gedruckte Exemplar seines Doktordokumentes aus. So sehen die alle aus. Hier oben wird erst der Landesfürst geherrlicht, dann werden die ganzen wichtigen Professoren aufgelesen. Und hier ganz oben unten steht dann irgendwo Aldolfo Guglielmo Theobald, also derjenige, der diese Arbeit hier geschrieben hat. Wie heißt denn seine Arbeit? Die Arbeit heißt Waffentracht und Kampfart der homerischen Helden im Verhältnis zu der Kriegsgeschichte und bildenden Kunst Griechenlands. Erster Teil. Der Professor, der dann abschließend eine Begründung an die Universitätsverwaltung geben will, dass man das Ganze machen will, schreibt dann, er habe sich das angeguckt, aber dann doch so den Eindruck gewonnen, dass es nicht so ganz eine philosophische Ausarbeitung sei. Aber sozusagen an eine Verwaltung hat er dann geschrieben, man möge ihm sozusagen dann das, den Doktortitel geben. Und da ich das erwähnt habe, also er hat dann in einem der Briefe 65 Mark dabei gelegt. Er musste ihren Lebenslauf abliefern, das ist alles sozusagen im Universitätsarchiv drin. Und da sind dann 65 Mark dabei gewesen, dafür hat er seinen Doktortitel gekriegt. Zwei Jahre hat sich dann Herr Theobald im Kurland aufgehalten und ist abgereist im September 1861. Und er kam dann 1863 aus Kurland zurück nach Hamburg. Aber er kam in eine politisch aufgeheizte Situation nach Hamburg zurück. Und zwar im ganzen Deutschen Reich wurde damals wegen der sogenannten Schleswig-Holstein-Frage sozusagen aufgeregt diskutiert und alles Mögliche unternommen. Schleswig-Holstein-Frage, da ging es um die Verschmelzung des Herzogtums Schleswig mit dem dänischen Nationalstaat. Besonders patriotische Studenten und Turner stellten Freikorps zur Unterstützung der Schleswig-Holsteiner auf. Hier auch in Hamburg, die Hamburger Turnerschaft von 1816 stellte damals auch ein Chor von fechtenden Turnern, ich sage mal, nicht bereit, sondern in den Annalen ist nachzulesen, dass sie eine ihrer Turnstätten zur Verfügung stellte. Also sozusagen, wenn das ganze Reich von jungen Leuten also angefüllt ist, die kämpfen wollen, damit die Schleswig-Holsteiner frei werden, dann kann man sozusagen ordentlich was machen. Somit war Theobalds erste Aktivität auch wieder, er wurde Mitglied im Schleswig-Holstein-Verein der Kampfgenossen. Die machten Geländeübungen, exerzierten und patrouillierten irgendwo in Altona. Und was ich dann gefunden habe, er wohnte bei seinem damaligen Studienfreund und jetzigen Juristen Friedrich Wilhelm Winterhoff. Der Herr Winterhoff, das war auch so ein Student, über den, also wenn einer der Professoren, Herr Kopitsch, noch eine Doktorarbeit zu vergeben hat, der auch ein sehr interessantes Leben hinter sich hatte, der hat in Heidelberg studiert und hatte in Heidelberg die Frechheit besessen, einen Anschlag an ein Brett zu machen, einen seiner Professoren zu verunglimpfen. Der ist dann tatsächlich rausgeworfen von der Universität und durfte nicht wieder anfangen und ist dann sozusagen auch wegen der Beleidigung, ist er dann auch in den Karzer gekommen, hat sich dort eine schwere
Lungenentzündung geholt, ist nach Madeira gegangen, um die auszuheilen und ist dann wieder zurückgekommen. Und Erdemann zwischendurch hat dann seine Mutter einen Bittbrief nach Heidelberg geschickt, dass ihr Sohn doch nochmal studieren dürfe und hat dafür den Hamburger Senat mit ins Spiel gebracht. Alles das kann man dann im Staatsarchiv, wenn man interessiert ist, dann auch noch wieder finden. Jetzt erwähnte ich, dass hier eben Herr Theobald auch zu den aufgeregten Studenten des Schleswig-Holstein-Vereins zählte und dann eben auch mit überlegen musste, ob er nicht da mitkämpfen wollte. Aber die großpolitische Lage war damals eine andere. Im Deutschen Reich wurde beschlossen, dass man preußische Truppen in Richtung Dänemark schicken würde und die sind dann auch in Altona eingezogen. Und dann haben sich die Freikorps, die sich dann bei den Turnern und so weiter entwickelt haben, blitzschnell aufgelöst. Und das können Sie sich vorstellen, Theobald, der immer ein gewisses Schlitzohr war, der war auch einer der schnellsten, die wieder aus dem Verein ausgetreten waren. Durch diesen Austritt entkam er knapp der Verfolgung durch die damalige politische Polizei. Wenn Sie es kennen, im Schleswig-Holstein-Verein, es gibt so ein Verzeichnis der Mitglieder im Schleswig-Holstein-Verein. Das ist hier das Mitgliedsbuch. Und wenn Sie hier lesen, für Dr. Phil Theobald aus Hannover, also er zählte ja als Bürger zum Königreich Hannover und wohnte bei dem Dr. Jur Winterhoff in Dornbusch Nummer 12. Also Theobald war in diesem Verein Mitglied und war dort auch in der Mitgliederliste eingetragen. Aber wie gesagt, alle diese Menschen, die hier verzeichnet sind, ungefähr 300 an der Zahl, wurden von der politischen Polizei verfolgt und verhört. Und ich habe, glaube ich, ungefähr, 270 Verhöre durchgeblättert, um zu gucken, ob ich da irgendwo das Verhör von Herrn Theobald finde. Aber in diesen Aktenordnern war das leider nicht zu finden. So, jetzt wussten wir schon, dass er bei Herrn Winterhoff gewohnt hat, aber ich habe noch weitere Wohnadressen von Theobald nachverfolgen können. Herr Theobald war ja nicht Hamburger Bürger, er war Preuße, kam von außerhalb und musste sich regelmäßig bei der Fremdenpolizei melden und seine Meldedokumente zu finden und den allgemeinen Aufenthaltsorden für alle nicht zum Gesinde gerechneten Fremden männlichen und weiblichen Geschlechts. Daher weiß ich, dass er eben in Dornbusch 12 wohnte, am Holzdamm 7, irgendwann mal im dritten Stock und in der großen Johanneskirche im vierten Stock. Und irgendwann steht auch die Adresse an der Alster bei der Familie Hundeiker. Da kommen wir wieder zu der Familie, von der ich ganz zu Anfang eben berichtet habe. Die Familie Hundeiker suchte nämlich einen Hauslehrer. So, der Herr Theobald war ja ein Mensch, der offensichtlich seine studentischen Kollegen durch seine Art und Weise so an sich binden konnte und sich so interessant machen konnte, dass sie ihn dreimal zum Senior gewählt haben. Und als er die Stelle als Hauslehrer in den Haushalt der Familie Hundeiker antrat, musste ihm wohl seine elegante Art, sich auszudrücken und seine Umgebung, musste er wohl dort auch bei der Witwe Hundeiker einen guten Eindruck hinterlassen haben. Es war damals üblich, dass man anstatt von Verlobungskarten eine Spende gibt und diese in einer Zeitung, aus der damaligen Zeit habe ich dann die entsprechenden Mitteilungen, dass diese Spende bei der St. Petri-Kirche eingegangen ist. Und dann heiratet er im Oktober. Da wurde dann in der Kirche St. Georg, denn Theobald wohnte inzwischen in Uhlenhorst und dazu, Uhlenhorst gehörte damals zu der Kirche St. Georg.
Bevor er geheiratet hatte, er wenige Tage davor einen Ehezerter, einen Ehevertrag unterschrieben. Und dann wurde die kirchliche Hochzeit nochmal nachgefragt, darüber gibt es eine Urkunde. Und wer war der Pastor, der das Ehepaar getraut hat? Das war Theobalds Vater. Ich habe im hannoverschen Kirchenarchiv nachgelesen und Pastor Theobald hat sehr, sehr viele Ansprachen, die er zur Hochzeit gehalten hat, die hat er dokumentiert und die sind in Hannover offen. Aber über die Hochzeit seines Sohnes habe ich leider keinen Eintrag gefunden. Dieses ist jetzt von der Kirche St. Georg die entsprechende Seite. Also hier kommt erstmal der Bräutigam, Adolf Wilhelm Theobald, dann seine Familie, Entschuldigung. Ich hoffe, das klappt. Ne, klappt doch nicht mehr. Mal eben nochmal zurück. Nee, wenn ich jetzt. Habe ich mich da vertan? Nee, ich dachte. Also, das war die Proklamationsurkunde gewesen. Jetzt muss ich anfangen, weil ich schon eine ganze Menge Zeit und Ihre Aufmerksamkeit mit vielen, vielen Folien in Anspruch genommen habe. Jetzt erzähle ich etwas aus seiner Zeit in Hamburg, was er da so im Einzelnen getrieben hat. Und kann nur sozusagen noch einzelne Daten herausgeben. Es liegt mir so viel Material vor, dass ich sozusagen die Menge der Informationen verzichtfachen könnte. Aber gut, fangen wir mal an. 1865 hat er geheiratet. 1866 wurde er Mitglied im Verein für Hamburgische Geschichte. Im selben Jahr war er in einem anderen Verein, das hieß das Athenäum, Gesellschafts- und Zweckliterarischer und gesellschaftlicher Unterhaltung. Dann hat er 1866, das war immerhin ein Jahr nach seiner Hochzeit, ein Grundstück gekauft, und zwar ein Grundstück an der schönen Aussicht. Auf diesem Grundstück hat er im hinteren Teil eine Villa gebaut und naja, Sie kennen das, wenn man in Hamburg baut, dass ein großer Konzertsaal ist etwas teurer geworden als das ursprünglich anhatte. Theobald war angefangen und musste bei der Hamburger Feuerkasse eine erste Schätzung vornehmen lassen. Diese Schätzung lag etwa um die 20.000 Mark, sollte das Haus kosten. Am Ende, als das Haus fertig war, Ende des Jahres 1866, hat er immerhin 70.000 Mark erreicht, die fünffache Summe von dem, was er am Baubeginn sozusagen vorgehabt hat. Ein Jahr später, ja, das sind jetzt alles nur so Ausschnitte aus seinem Leben, sozusagen, was er so im Einzelnen gemacht hat. Ein Jahr später wendet er sich an den Wirt im patriotischen Gebäude in der Innenstadt in der Nähe vom Rathaus. Dieser Wirt hieß Franz Meyer und der Franz Meyer hatte mit dem Verein Patriotischen Gesellschaft einen Mietvertrag. Und diesen Mietvertrag hat ihm Theobald abgekauft für 20.000 Mark. Und zwar, dass er Mieter wäre bis zum Jahr 1874, also über 7 Jahre. So, jetzt komme ich nochmal zurück auf seinen Hausbau. Sie sehen hier die Straße an der schönen Aussicht, die verläuft hier. Dann gibt es da den Feenteich. Und dann gibt es hier dieses Gebäude, das ist das, was ich sagte, das hat er so überteuert gebaut. Davor lag ein Gebäude, was im vorderen Teil des Grundstücks war. Und dieses Gebäude wird nochmal durch einen anderen Teil von Bedeutung. Wenn Sie das sehen können oder differenzieren können, das,
Die Villa, in der er selbst gebaut hat, ist diese hier. Das Gebäude davor ist das, und das, was man davor sah, das ist diese Villa. Dieses Gebäude, wie gesagt, das davor ist, das wird nochmal einen anderen Zusammenhang von Bedeutung. So, dieses Haus, was Theobald sich gebaut hat, sieht etwa aus wie diese. Das ist die sogenannte Sloman-Villa. Die hat aber einen ganz anderen Schmuckkranz hier. Aber diesen Eindruck dürfte die Villa von Theobald damals gemacht haben. Also in der Art. Er hat dann nachträglich einen achteckigen Turm da dran setzen lassen. Und in diesem Turm hat er im unteren Geschoss seine Bibliothek eingerichtet. So, ich marschiere mal weiter mit den Lebensdaten von Theobald. Also wie gesagt, er hat geheiratet die Frau Michaelis. Die Frau Michaelis war eine reiche Witwe. Und er ist angefangen, Geld rauszupulvern. Erst einmal Geld für eine eigene Villa. Sie dürfen gerne mal, wenn hier auch bei den nächsten Geldbeträgen die Rede von Mark ist, ich habe das also, die Deutsche Bundesbank gibt immer so einen Vergleichsmaßstab, Sie dürfen gerne Null dahinter hängen. So viel hat das Gebäude nach heutigem Wert gekostet. Also das waren immerhin schon mal so eine Villa für 70.000 Euro Versicherungswert. Und dann hat er, keiner weiß warum, aus irgendwelchen Gründen mitten in der Stadt einen Wirt, seine Wirtschaft, den Vertrag, mit dem er dort in der patriotischen Gesellschaft, den hat er abgekauft für 200.000 Euro. Was ich nicht erwähnt habe, neben diesen 200.000 Euro hat er gleichzeitig noch für 50.000 Mark einen Vertrag gemacht über die Weine, also die Moselweine und so weiter, die dort in der Gastwirtschaft sind. Das hat er alles auf eigene Kosten gemacht. So. Ein Jahr später, nachdem er in der patriotischen Gesellschaft diese Räumlichkeiten dort dem Wirt abgenommen hat, hat er begonnen, einen neuen Verein in Hamburg zu gründen. Der hieß der Verein für Kunst und Wissenschaft. Wer sich sozusagen in der Vereinslandschaft auskennt, weiß vielleicht, dass es auch heute noch in Hamburg einen Verein für Kunst und Wissenschaft gibt, aber in Hamburg-Harburg, der nur für den Harburger Bereich zuständig ist. Also dieser Verein für Kunst und Wissenschaft, das ist ein Verein, den gibt es heute nicht mehr. So, um die Art, was Theobald für ein Mensch war, können Sie hier feststellen, er hat gerade im vorigen Jahr diesen Vertrag mit dem Franz Mayer gemacht und schon im Februar des nächsten Jahres geht er zum Niedergericht und verklagt diesen Wirt. Worum es bei dieser Klage geht, kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen, weil ich das nicht nochmal überprüft habe. Gleichzeitig beginnt Theobald mit Vortragstätigkeiten für den Verein, sowohl für Kunst und Wissenschaft als auch für den Verein für Hamburgische Geschichte, mit Vortragstätigkeiten im damaligen Johanneum. Dann hat er teilgenommen an den Versammlungen der deutschen Philologen und Schulmänner. Zum Beispiel in Kiel, die haben jedes Jahr eine Tagung gemacht, zu der dann Theobald hingereist ist. Dann fällt in diese Zeit der erste Streit mit den Vormündern über die Erziehung seiner Stiefkinder mit der Vormundschaftsdeputation. Das heißt, er wurde, weil es Vormünder für die Kinder, für seine Stiefkinder gab, er wurde verdonnert dazu, sich darauf einzulassen, was die Vormünder für die Kinder angedacht haben. Aber Theobald hat sie gleich erstmal verklagt. Dann kommt am Mitte des Jahres 1870 die Kriegserklärung an Frankreich. Und wenige Wochen später meldet sich Theobald freiwillig als Reservist zur preußischen Armee und wird im 2. Brandenburgischen Uralenregiment Nummer 11 im preußischen Flecken Wandsbek, das ist die damalige Kaserne in der Langen-Gerke-Straße, zugewiesen. Das müssen wir so sehen, der Herr Theobald ist jetzt seit 1965, das sind 5 Jahre her, und er steht im ständigen Streit mit seinen Familien
angeheirateten Familienmitgliedern und entschließt sich als erstes, als diese Kriegserklärung kommt, in den Krieg zu ziehen. Also für die Witwe könnte das heißen, er kommt nicht wieder zurück. So. Also Theobald ist da rücksichtslos. Als Preuße muss er das machen. Dann hat er sogar ein paar Erfolge in diesem Kriegszug. Er wird mit einem mecklenburg-schwerinischen Militärverdienstkreuz ausgezeichnet. Und er wird vom Vizewachtmeister der Reserve zum Sekondeleutnant der Reserve befördert während dieser Zeit. Allerdings, am 13.04.71 Theobald wird wie sämtliche Reserveoffiziere, die über den Etat des Regiments gehen, auf allerhöchsten Befehl aus dem 2. Brandenburgischen Ulanenregiment entlassen. Das heißt, er hängt da irgendwo in Frankreich und muss sehen, wie er alleine wieder nach Hamburg zurückkommt. Kriegt er wenig Unterstützung von der Militärverwaltung der damaligen Zeit. So, und dann kurz danach feiert dieses Regiment in Wandsbek, nicht in Hamburg, die Rückkehr ihrer Offiziere. In Hamburg gab es einen riesen Juhai, als die übrigen Hamburger Soldaten aus dem Krieg zurück. Da wurde ein künstliches Kaiserdenkmal auf dem Rathaus aufgebaut und Tribünen, und man hat die Soldaten hochleben lassen. Wandsbek war ein kleiner Ort, da fiel das nicht so auf, wenn ein einzelner Soldat wieder zurückkam. Dann wird in der Zwischenzeit einen weiteren Verein, in den Theobald eingetreten ist. Das ist der Hansische Geschichtsverein. Also es gab den örtlichen Verein für Hamburgische Geschichte, und dieser Verein war wieder überregional, allerdings nicht Deutschland und im Deutschen Reich, sondern alle Hansestädte, Nordsee, Ostsee und so weiter, die haben einen eigenen Geschichtsverein gegründet, den Hansischen Geschichtsverein. Und dort nimmt Theobald auch als Mitglied teil. Jetzt geht Theobald dazu über, Grundstücke in Hamburg zu kaufen. Eines in der Sierichstraße. An der Sierichstraße, wenn Sie heute sich das vorstellen, Theobald hatte vor, dort eine Baumschule zu eröffnen. Man kann sich etwa vorstellen, wie das Gelände da drumherum sah. Da war dann ein einziges Wohnhaus oder so ähnlich, sondern das war freies Gelände. Aber Theobald musste als Besitzer dieses Grundstück für die Straßen, die dahin führten, privat bezahlen. Das heißt, der Staat hat die Straßen sozusagen nicht bereitgehalten, sondern das musste er nennen. Dann kommt Theobald auf eine weitere verrückte Idee. Gegenüber vom patriotischen Gebäude lag damals ein Hotel, das hieß das Hotel Kaiserhof. Und zwar war das damals das Nonplusultra, also die erste Adresse in Hamburg. Und die patriotische Gesellschaft beschäftigte sich damals mit der hamburgischen Geschichte, und dort wurde ein Vortrag gehalten, wie man denn sozusagen so ein Museum bekommen könnte. Und in dem Vortrag über die Eröffnung wurde Herr Theobald erwähnt, dass Herr Theobald dieses Hotel Kaiserhof aufkaufen wollte, um das dann den Hamburgern zu schenken als ein Museum für hamburgische Geschichte. So, in derselben Zeit, als formaler Teil, wird Theobald in den Vorstand des Vereins für hamburgische Geschichte aufgenommen und wird dort Schriftführer. So, da Theobald auch in einem Verein, der sich über die niederdeutsche Sprache kümmert, ist dann noch ein wichtiger Teil, dass er auch in diesem Zusammenhang sozusagen sich eingesetzt hat. Er ist dann auf die Insel Amrum, in Anführungsstrichen, bei Niedrigwasser mit dem Pferd geritten und hat dort den Pastor Mechlenburg morgens früh um 7 bereits von der Nachbarinsel aus besucht. Dann wieder eine ganz andere Seite. Theobald war ja der Ehemann
einer reichen Kaufmannswitwe. Und Theobald interessierte sich, er fing viele Sachen an, aber führte sie nicht zu Ende, sozusagen. Armer Theobald war auch Mitglied im Verein für das Wohl der arbeitenden Klasse, also als reicher Kaufmanns- oder angeheirateter Kaufmann mit Vermögen ist das schon relativ ungewöhnlich, dass jemand sozusagen, jetzt will ich nicht gerade sagen bei den Sozialisten, aber bei den Vereinigungen der ersten Arbeiter sozusagen auch eine Mitgliedschaft hatte. Also seine Interessenssache war beim. Dann ist bei ihm seinem Lebenslauf zu erwähnen, dass er das nächste Grundstück kaufte, am Harvesterhuder Weg. Dann wird er vom Verein für Hamburgsgeschichte in eine staatliche Einrichtung, die nannte sich damals die Sammlung für Hamburgsche Altertümer, delegiert. Und er muss dann später auch mal wieder als Reservist an Militärübungen teilnehmen. Und hier kommt jetzt Theobald zu dem Verein für Niederdeutsche Sprachforschung bei. Da bin ich im Augenblick dabei. Dieser Verein wurde im Jahr 1874 gegründet und ich schreibe im Augenblick gerade für diesen Verein einen Aufsatz für die Gründungsgeschichte. Auch in dieser Gründungsgeschichte hat Theobald sozusagen in einer nicht sehr rühmlichen Art und Weise mitgewirkt, weil er beim ersten Versuch, diesen Verein zu gründen in Bremen, dafür gesorgt hat, dass die Gründungsmitglieder sozusagen aus der Versammlung herauskomplimentiert worden sind, weil sie die Gründung nicht ordentlich genug vorbereitet haben. Und Theobald in der entsprechenden Sitzung auch nochmal da mitgewirkt hat. Dann hat dieser Verein, hat der Verein für das nächste Jahr, also 84 haben sie das in Bremen versucht und ein Jahr später, 85 haben sie in Hamburg versucht, diesen Verein für niederdeutsche Sprachforschung endgültig zu gründen. Und dafür war dann Theobald als Schriftführer des Vereins für Hamburgische Geschichte auch verantwortlich, einen Beitrag, den man den versammelten Mitgliedern sozusagen als Gastgeschenk mit nach Hause geben wollte. Und dabei ist das einzige Buch von Theobald dann geschrieben worden, das heißt Flüchtige Ausblicke auf Hamburgs Vergangenheit und Gegenwart. Das ist sozusagen eine historische Arbeit. Da ist allerdings dann eben eine Besonderheit sozusagen, da muss man dann die Dickfälligkeit von Theobald auch berücksichtigen. Aus irgendwelchen Gründen, weil er einfach zu viel auf dem Tisch liegen hat, wird er nicht rechtzeitig mit dem Manuskript fertig. Und der Drucker muss dann leider mitteilen, dass der Text mitten auf der Seite 62 abbricht. So, jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind im Vorstand des Vereins für Hamburgische Geschichte und überreichen 180 Gästen des Hansischen Geschichtsvereins, die aus ganz Norddeutschland und im Ausland zusammengekommen sind, ein Buch, während Sie so im Versammlungssaal sitzen, so wie hier, und jeder findet auf seinem Platz mehrere Gastgeschenke. Sie blättern mal das eine Gastgeschenk durch. Und auf der letzten Seite schreibt der Drucker, ich muss leider auf Seite 62 abbrechen. Schluss, da. Ist peinlich, peinlich. Aber Theobald hält sowas durch. Die vielseitigen Interessen werden auch daran, dass er in dem Jahr 1875 dann schließlich für die Stadt Hamburg Anmeldung entgegennimmt für den Verein gegen das Moorbrennen. Warum erwähne ich das? Hier nochmal im nächsten Jahr wird eine weitere Kommission und nochmal im nächsten Jahr. Seine Ehefrau flieht schließlich aus dem Haus zu ihren verheirateten Schwestern in der Neuen Rabenstraße, nachdem ihr Ehemann eine brennende Lampe eingebaut hat. Und Adele Theobald verklagt ihren Ehemann. Einen Moment. So, jetzt nehme ich mal so von, das sollte ja so ein Überblick, was hat Theobald so in diesen Jahren alles Mögliche angefangen.
und teilweise auch mit welcher Dickfälligkeit er da vorgegangen ist, um seine Interessen sozusagen nach vorne zu bringen. Was er denn nun tatsächlich geleistet hat, ist die Stiftung des Vereins für Kunst und Wissenschaft. Und da muss man also tatsächlich sagen, leider ist in diesem Verein kaum noch etwas bekannt, aber in dem Verein für Kunst und Wissenschaft musste man als Hamburger Bürger oder als Hamburger vermögender Bürger musste man damals Mitglied sein. Und zu der damaligen Zeit hatte der Verein für Hamburgische Geschichte ungefähr 340 Mitglieder, die Patriotische Gesellschaft auch etwa 300 Mitglieder, aber der Verein für Kunst und Wissenschaft hatte in seiner besten Zeit 1800 Mitglieder. Wie kam das, dass dieser so viele Mitglieder bekommen hat? In der Anfangszeit, als der Verein gegründet wurde, ist etwas, was ich für einen Hamburger Kaufmann und einen Hamburger Gelehrten überhaupt nicht gehörte. Theobald ist Klinkenputzen gegangen. Der hat sozusagen jeden etwas einflussreicheren Menschen in der Stadt in seinem Büro oder in seiner Privatwohnung aufgesucht und ihn für diesen Verein interessiert. Und es sind sogar am Tag der Gründungsversammlung, da war noch nichts fertig, hatte er aber schon eine Mitgliederliste von 500 Personen. Das muss man sozusagen in so einer großen Stadt also auch hinkriegen. Aber wie drücke ich das aus? Das war ja auch nicht von ungefähr. Theobald hatte ja im patriotischen Gebäude eine ganze Gastwirtschaft gekauft oder gemietet. Und in dieser Gastwirtschaft wollte er sozusagen die Möglichkeit schaffen, für die Mitglieder seines Vereins sozusagen dort eine Art Club-Atmosphäre vorzufinden, so wie das in englischen Clubs ist, wie das vielleicht in irgendeinem Spielfilm gesehen haben. Man kommt da rein und alles Fußvolk wird abgewiesen, nur die besseren Herrschaften. Und jetzt liegt das patriotische Gebäude auch heute noch nur einen Katzensprung von der Börse entfernt. Das hatte den Vorteil, jeder Kaufmann, der Interessen an der Börse zu vertreten hatte, musste einmal am Tag sich in der Börse melden. Das heißt, die Kaufleute haben gesagt, ich werde dann Mitglied in diesem Verein. Wenn es denn soweit ist, dass ich zur Börse muss, dann gehe ich erst einmal zum zweiten Frühstück in das Gebäude der Patriotischen Gesellschaft, in meinen Verein für Kunst und Wissenschaft und werde dort bestens von den Mitarbeitern bedient. Und dann, wenn es soweit ist, gehe ich rechtzeitig, bevor die Glocke bimmelt, noch rüber zur Börse und schließe dort meine Geschäfte ab. Oder ich treffe mich mit einem Geschäftspartner eben vorher im patriotischen Gebäude. Das heißt, die Hamburger Kaufleute waren weniger an Kunst und Wissenschaft interessiert, anstatt an den praktischen Möglichkeiten, ihre Geschäfte jeden Tag abzuwickeln. So, die tatsächlichen Leistungen von Hürl, das hatte ich schon erwähnt, er ist Mitgründer des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung. Den Verein, wie gesagt, den gibt es heute noch und der feiert in 2 Jahren sein 150-jähriges Bestehen. Dann war er Vorstandsmitglied im Verein für Hamburgische Geschichte. Dann war er in staatlichen Kommissionen, und zwar einmal die Sammlung der hamburgischen Altertümer und die Sammlung der prähistorischen Altertümer. Diese waren alle untergebracht im damaligen Johanneum, und das Johanneum war damals in der Innenstadt, und zwar dort, wo diese eine freie Fläche hinter der Kirche ist. Haben wir jetzt hier den Namen? Ja, hinter der Kirche. Ja, genau. Und auf dieser Fläche stand damals das Johanneum, und da in einem der Kellerräume waren diese Altertümersammlungen. Dann hat sich Theobald eingesetzt für die Reform des akademischen Gymnasiums. Das akademische Gymnasium war damals quasi sozusagen so eine Vorstufe, um zur Universität zu gehen. Viele Hamburger, die studieren wollten, gingen zunächst in das akademische Gymnasium und dann sehr, sehr viele Juristen zum Beispiel nach
Göttingen oder nach Heidelberg, um ihre weiteren Studien dort zu machen. Das akademische Gymnasium hatte mehrere Professoren, aber in der Zeit, als Theobald lebte, so um 1870, 80 herum, gab es 5 oder 6 Professoren, aber nur einen Studenten. Und auch der eine wurde eines Tages, war ja nicht mehr da. Das heißt, das akademische Gymnasium hatte seinen Sinn verloren. Und dann wurde die Frage aufgeworfen, diese alte historische Institution, die darf doch nicht untergehen. Und dann gab es im Senat einen Vorschlag, eine Art Handelsakademie einzurichten, also für Kaufleute in erster Linie. Und dagegen haben dann wieder die anderen demonstriert. Und so gab es ein Hin und Her, bis schließlich die Hamburger Bürgerschaft entschieden, nein, das akademische Gymnasium wird nicht wieder zum Leben eingerufen. Und dann, wenn man sozusagen die wenigen Leistungen von Theobald und dann ist eben seine Bibliothek nochmal übergeblieben. Jetzt gebe ich nochmal ein paar bildliche Sachen. So war das Briefsigné vom Verein für Kunst und Wissenschaft. Das ist eben eine seiner Leistungen. Dieser Verein für Kunst und Wissenschaft wurde 1869 gegründet und geht auf das ganz persönliche Engagement von Theobald zurück. Die Zielsetzung war, den Freunden und Vertretern der Kunst und Wissenschaft in Hamburg einen gemeinsamen Mittelpunkt für ihre Bestrebungen und Interessen zu bieten. Der Sitz dieses Vereins war in den Räumen, die Theobald angemietet hatte. Und es wurden dann noch weitere Räume im Erdgeschoss des Patriotischen Gebäudes über die Jahre hinweg für den Verein für Kunst und Wissenschaft freigeräumt. Theobald hat in der ersten Zeit teure Umbauten in dem Gebäude vornehmen lassen. Sie erinnern, dass ich erwähnte, er hat erst einmal seine eigene Villa für 70.000 Mark errichten lassen. Aber er hat als zweites parallel im patriotischen Gebäude Umbauarbeiten gemacht. Die Summe, die da entstanden ist, kann ich nicht sagen. Aber er hat als erster dafür gesorgt, mit den Architekten, die das umgebaut haben, die Gaststätte im patriotischen Gebäude ist im Erdgeschoss. Und es gab keine Verbindung zu den übrigen Räumen. Das heißt, Theobald hat dann einen Zugang gemacht, der dann durch einen sogenannten Windfang vom übrigen Gebäude getrennt worden ist. Da aber Theobald nichts in Ruhe machen konnte, gab es dann nach kürzester Zeit um diesen Windfang einen Streit, der dann zwischen den Mitgliedern aufs Schärfste aufgefasst ist. Soll da nun ein Windfang hin oder soll er nicht hin? Ne? In der Richtung. Wie gesagt, dann wurden weitere Lese- und Konversationsräume eingerichtet. Und der Verein hat Veranstaltungen künstlerische und wissenschaftliche Vorträge gemacht. Und er hat die Förderung der geistigen Interessen in Hamburg und Altona betrieben. Das steht in seiner Satzung. Jetzt kommen wir auf die Problematik des Vereins für Kunst und Wissenschaft und seine Stiftung Theobald. Kaum jemand kennt heute noch diesen Verein für Kunst und Wissenschaft. Und den Stifter entsprechend auch nicht. Der Verein und die Stifter gerieten nach dem Konkurs und den Vereinsauflösung im Jahr 1912 in Vergessenheit. Der Verein wurde also 1912 aufgelöst. Der Verein war der größte und gesellschaftlich bedeutendste Verein in Hamburg, also deutlich von der Anzahl der Mitglieder und seinem Vermögen, auf das er dann als Verein zurückgreifen konnte, war größer als die Patriotische Gesellschaft und auch als der Verein für Hamburgische Geschichte. Und wie gesagt, es war damals ein Status in diesem Verein für Kunst und Wissenschaft Mitglied zu sein. Er hat große Festtage in Hamburg organisiert, Lutherfeier, Geibelfeier und so weiter, die dann also mit einem großen Tamtam immer gemacht worden sind. Er hat diverse Eingaben an die Hamburger Bürgerschaft gemacht, unter anderem dann diese Sache mit dem Messingdenkmal. Er hat Konzert- und Theateraufführungen und historische Kostümfilme durchgemacht. Er hat Musiktheater und Kunst gefördert und hat Studierende gefördert und er hat Spenden und Zuschüsse für Expeditionen, Denkmale und Festschriften gegeben. Also er hat zum Beispiel in Nordland Expeditionen, die dann Grönland und so weiter
erforscht hat. Das ist dann unterstützt worden von diesem Verein. Wenn man mehr über diesen Verein wissen will, dann kann man nachlesen in den Gedenkblättern für das 25-jährige Jubiläum dieses Vereins. Und wer das im Detail lesen möchte und nachschlagen möchte, der muss nur an die Universitätsbibliothek gehen. Dort kann man sich die Online-Ausgabe als PDF herunterladen. Hier, ich hoffe, dass auch aus der Entfernung das einigermaßen zu erkennen ist, das ist ein Kostümfest. Und zwar damals aus dem Jahr 1873 in den Räumen der Sagebietschen, des Sagebietschen Etablissements. Da wurden also die Hamburger, die da mitmachen wollten, die wurden in historische Kostüme eingekleidet, die alle der Verein zur Verfügung stellte. Dieses ist eines der größten Feste, die sie gemacht haben. Wenn Sie hier mal sehen, eine riesige Freitreppe, die hier oben zu sehen, und hier oben sind Zuschauergalerien. Warum ich das extra erwähne? Weil ich da Ihnen gleich nochmal zeigen will, wo das Ganze stattfand. Dieses war das Abendfest der Hamburgischen Amerika-Feier am 16. März 1893. Das war geplant für den 12. Oktober, das war isländisch, der Tag der Entdeckung Amerikas. Da war das geplant, aber da hatten wir eine Cholera-Epidemie, also kein Corona, sondern Cholera-Epidemie. Und da wurde diese Feier abgesagt und dann mehrere Monate später erst gemacht. Jetzt habe ich Ihnen mal die sagewildschen Räumlichkeiten aufgezeigt. Hier ist diese Freitreppe, die da gemacht worden ist. Hier sind die Zuschauerränge und das war der große Saal und noch ein weiterer Saal. Wenn Sie sich jetzt das jetzige Hamburger CCH vorsehen, sich da den größten Saal nehmen, habe ich keine Ahnung, wie viel da reinpassen. Hier in dieses Etablissement passt 10.000 Menschen rein zu einer Festlichkeit. 10.000. Das ist schon eine Hausnummer. Und als sie dieses Fest für die Entdeckung Amerikas gemacht haben, da gab es auch so ein Regiebuch dazu. Wenn das jemand mal durchlesen möchte, was da alles vorbereitet wurde. Auch dieses Buch kann man an der Uni-Bibliothek als PDF herunterladen. Also die Teilnehmer, die an dem Festzug innerhalb des Saales teilgenommen haben, die haben 8 bis 10 Mal vorher trainiert und mussten dann alle sehr aufwendige, teure historische Kostüme rechtzeitig an. Wenn sie heute irgendwo, wenn eine Feierlichkeit ist, dann ist die Frage, wie kommt der Bundespräsident oder der Bundeskanzler oder irgendein anderer hoher Gast mit seinem Auto da rechtzeitig ran, dann sind da keine Parkplätze oder nichts. Und damals sind die ganzen Leute mit Pferdekutschen und da gab es extra einen Fahrplan für die Pferdekutschen, wann die anfahren durften, um die 10.000 Gäste in diesen Saal reinzubringen. So, darüber wurde dann natürlich auch großartig in den Zeitungen berichtet. Und jetzt erwähne ich nur etwas, weil der Verein für Kunst und Wissenschaft hat noch mehr Veranstaltungen gemacht. Und bei diesen Veranstaltungen war dann immer eine Tombola üblich. So, und dann hat sie, bei einem Mal hat sie eine Tombola gemacht, da sollten sich die Gäste Gedanken darüber machen, wie wird es in 100 Jahren aussehen? Und haben gesagt, wir vergeben zum Preis von 1 Mark hier eine Eintrittskarte für die Weltausstellung Hamburg nicht 1800, sondern 1982. Das heißt, die Gäste sollten in Kostümen kommen, wie sie sich vorstellen würden, wie die Menschen in 100 Jahren sozusagen zu so einer Feier auftauchen würden. So, dann hat der Verein aber auch anspruchsvolle künstlerische Sachen gemacht. Hier eine Festvorstellung zum 150. Geburtstag Schiller, veranstaltet für den Verein für Kunst und Wissenschaft.
im Deutschen Schauspielhaus 1909. Und das war ein weiteres Einladungsdokument, was für dieselbe Festvorstellung, aber an einem anderen Tage gemacht worden ist. Also der Verein ließ sich schon etwas kosten. Und wie schon erwähnt, dass dieses Lessing-Denkmal überhaupt zustande gekommen ist, dafür hat der Verein sich auch tatkräftig eingesetzt, weil es gab diverse Diskussionen hinterher. Erstmal, welcher Künstler dieses Denkmal gestalten sollte und danach auf welche Art und Weise. Wenn Sie heute etwas suchen und sich mal anschauen wollen über den Verein von Kunst und Wissenschaft, dann müssen Sie ins Rathaus gehen. Das hier ist ein Blick aus einem Fenster im Rathaus. Da gibt es ein Barometer von einem Künstler namens Alois Nenot. Im Detail sehen Sie, das ist zierlich geschnitzt und das ist ein Geschenk des Vereins an das Hamburger Rathaus. Wie gesagt, den Verein für Niederdeutsche Sprachforschung, den gibt es heute noch. Dazu möchte ich, wie gesagt, weil das ein wichtiger Teil auch war, weil aus diesem Verein, als es dann Theobald schlecht ging, da hatte er in diesem Verein die einzigen Freunde, die ihm über längere Zeit geblieben sind. Der Verein fing an, erst einmal in den Privaträumen von Theobald, haben sich mehrere Leute getroffen. Für die Niederdeutschen sind das dann bekannte Namen Karl Koppmann, Christoph Walter und der Apotheker Hildemar Mielch. Die bildeten sozusagen das Grundgerüst dieses damaligen Vereins. Die haben dann später in den Räumen der Patriotischen Gesellschaft sich getroffen und haben dann, ist erwähnt, ich von hier in Bremen versucht, das erste Mal ihren Verein zu gründen. Und Theobald hat dann dort eingegriffen und die Beratungen kamen dann aber in Bremen nicht zustande. Der wurde dann erst später in Hamburg gegründet, aber nur als kleiner Hamburger Verein. Da waren sozusagen nur Hamburger Personen drin, während der Verein dann später überregional wurde. Es gibt ein großes Lexikon der Hamburger Schriftsteller, die man auch bei der Hamburger Staatsbibliothek einsehen kann. Wenn Sie mal einen Namen in Hamburg suchen, dann brauchen Sie nur eingeben, Lexikon der Hamburger Schriftsteller. Und dann kriegen Sie nun, verzeihen müssen, die nächste Zeile den Namen der Person eingeben. Und da steht eben auch etwas über Theobald drin. Geboren zu Fischerhude. Besuchte das Gremium, studierte dann besonders in Göttingen und Jena. Feldzug gegen Frankreich, das hatte ich auch schon erwähnt. Er hat dieses Buch Flüchtige Ausblicke geschrieben. Er hat dann Berichte für die Sammlung der hamburgischen und prähistorischen Altertümer schreiben müssen. Und er hat einige Artikel in Hamburger Tagesblättern gefunden, aber die habe ich nicht wieder gefunden. Und da hatte er dann, und manchmal wird ja unter Zeitschriften Artikel der Verfasser umgebracht, da wird die letzten Buchstaben von Theobald, das L und D, das war wohl das Kennzeichen für seinen Artikel. Dies hier ist dieses Buch, von dem ich erzählte, das also irgendwann mittendrin abbricht, das heißt Flüchtige Ausblicke auf die Hamburger Vergangenheit. Ihm wird von Kritikern gesagt, dass er da sogar in dem ersten Teil sozusagen Vernünftiges über die Hamburger Geschichte geschrieben hat. Aber jetzt weiß ich nicht, ob Sie das erkennen. Auf Seite 61 sind hier plötzlich so Punkte. Weiß nicht, ob das erkennbar ist. Hm. Und dann auf der nächsten Seite schreibt der Verfasser, hier bricht das Manuskript an, Anmerkung des Setzers. Also das ist diese Schrift, von der ich sage, das ist eigentlich sozusagen für einen Vereinsvorsitzenden, der müsste im Boden versinken, wenn ihm ein Gast sagt, hier Herr Koppitsch, war das so gemeint, irgendwo mittendrin. Ja gut, aber Theobald hat das trotzdem machen lassen. So, jetzt nochmal, weil wir eben hier beim Verein für Hamburgische Geschichte sind, im Schnelldurchlauf, wann seine Mitgliedschaft begann, wann er Vorstandsmitglied war, in welche Kommissionen
und wann er diese Eingaben für die Reorganisation des akademischen Gymnasiums aufgegeben hatte. So, jetzt komme ich auf weitere bemerkenswerte Lebensdaten. So am Rande, Sie werden sich jetzt wundern, Leben im Sultanspalast, dann gab es ein Buch, das heißt Abschied von Sansibar und noch ein Roman, der heißt Sterne über Sansibar. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Teil. Es gibt von der Verfasserin Emily Röthe ein Buch, das heißt Memoiren einer arabischen Prinzessin. Die Familie Röthe, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ich habe Ihnen vorhin auf dem Grundstück zwei Gebäude gezeigt, das eine im hinteren Teil und das andere im vorderen Teil. Im vorderen Teil dieses Grundstücks lebte die Emily Röthe mit ihrem Mann, als sie in Hamburg war. In den letzten Monaten in Hamburg ist auch viel Tamtam um Emily Röthe und ein Platz in Uhlenhorst gewesen, den man nach ihr benennen wollte, ist aber dann zurückgezogen worden. So, jetzt komme ich nochmal auf das Thema Moorbrennen. Eine eigenartige Karte, also hier dieses Wort, das heißt Emden. In den Jahren 1840 begann man damit zu überprüfen, ob es möglich sei, in dem Gebiet, das wir heute als Nordfriesland bezeichnen würden, Bauern anzusiedeln. Man erlaubte diesen Bauern, das Moor, in das man dann ihre Hütten gesetzt hatte, das Moor landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Und da war eine Fantasie, dass wenn man das Moor abbrennen würde, dann würde aus dem Rest von dem verbrannten Torf könnte man, oder in diesem Rest könnte man landwirtschaftliche Betriebe, sozusagen, oder Landwirtschaft betreiben, sage ich es mal so. Das hat sich später aber sozusagen nicht bewahrheitet. Und die Moorbauern sind jedes Frühjahr von Neuem angefangen und haben sozusagen ihr Stück, was sie noch im Herbst sozusagen, wo sie noch Torf abgebaut haben, haben sie dann im Frühjahr angezündet. Und der Rauch, der sich dann aus den endlos vielen Brandflächen ergeben hat, der hat sich über ganz Nordeuropa sozusagen gestreckt. Und dies sind in den verschiedenen Jahren, hier oben 1884, 57 und 63, das sind die Rauchfahnen, die vom Wind dann in verschiedene Richtungen getrieben worden sind. Also hier steht zum Beispiel Lyon, da steht Wien. Das heißt, wenn Sie in Wien im Jahr 1884, so im Mai, über Juni keine Luft bekamen, dann lag das am Moorbrennen in Nordfriesland. Sie erinnern das, da vor ein oder zwei oder drei Jahren ist auf einem Bundeswehrgrundstück auch Feuer ausgebrochen. Da hat man einen riesen Juhai gemacht, um das löschen zu können. Und das ist natürlich den Moorbauern damals in der Menge der Feuer, die die gemacht haben, nicht gelungen. Und aus Hamburg wird berichtet, dass sie sozusagen im Frühjahr in diesen Jahren jeweils monatelang in der Stadt keine Luft bekamen, weil der Rauch von diesen Feuern so stark war, dass das sozusagen die ganze Stadt Hamburg dann eingenebelt hat. Das war nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, damit gab es eben Vereine, einer dieser Vereine, da war Theobald Mitglied. Und das, der ganze Vorgang des Moorbrennens, der wurde erst 1912 in Deutschland verboten. Achso, hier habe ich noch eine andere Karte, die das letztendlich auch so zeigt. Hier ist sogar Genf noch mit drauf, Cherbourg und bis nach London rüber. Also das muss die Leute damals schon richtig beschäftigt haben, denn das machte ja sozusagen das Leben damals ein Stück notwendig. Jetzt komme ich nochmal auf den Teil, ich habe zwar einiges schon angedeutet, aber über Theobald, meine Persönlichkeit. So,
einer der Mitglieder aus dem Verein für niederdeutsche Sprachforschung war Johann Friedrich Vogt. Der war ein Beamter der Hamburger Verwaltung. Der hat so eine Art Biografie über ihn geschrieben, hat dann gesagt, in ihm, also in Theobald, vereinen sich ein lebhafter Geist, eine angenehme Gewandtheit in der Unterhaltung. Also er konnte auch auf Witwen Eindruck machen, offensichtlich, sodass sie ihn heirateten. Eine gefällige Form, sich bewegen, des Strebens, sich geltend zu machen. Also Theobald passte auch auf, dass man wusste, das war der Herr Theobald gewesen, der, was weiß ich, das und das gespendet hat. Eine stark ausgeprägte Eigenwille, und er war schon in jüngeren Jahren nicht frei von Exzentrizitäten und mit gewütvollen Stimmungen und bizarren Launen. Also das ist schon von seinen Biografen hier eine Beschreibung, die also nicht auf einen Durchschnittsbürger sozusagen wegschießen ließ. Er war ja Mitglied im Verein für Kunst und Wissenschaft, und wenn man dieses Buch über das 25-jährige Jubiläum liest, dann kann man darin auch entdecken, während wir uns heute vom Fernsehen, Film und was weiß ich was, den Tag, die Woche über unterhalten lassen, so war das früher eben nicht. Das heißt, in diesem Verein wurden bei bestimmten Anlässen Trinklieder komponiert. Und jetzt habe ich mal aus einem Trinklieder, wo die Vorstandsmitglieder aufs Korn genommen wurden, was über Theobald gesagt wurde. Altspanisch der Bart, altspanisch der Schritt und alle Zeit poetisch gesungen. Die fröhlichen Kneipen, die macht er nicht mit, denn nur fürs Erhabene ist er Mitglied. Frivolen ist er stets entronnen. Als Schriftwart, welch herrliche Zeichen er malt, das ist der Herr Dr. Theobald. Also, man hat ihn auch schon entsprechend aufs Korn genommen, und wenn vielleicht andere mal ein Bier zu viel genossen haben und dann auch vielleicht Leute brauchtfühlig auf die Pauke gegangen, dann hat er als Student da wohl ordentlich mitgemacht, aber als späterer Hamburger Bürger und Mitglied des Vereins für Kunst und Wissenschaft, da hat er sich halt zurückgehalten. In der Jugend ist Theobald wahrscheinlich von seinem Vater in der reformierten Kirche sehr streng erzogen worden. In der reformierten Kirche gilt ja der Erfolg oder vielleicht sogar der wirtschaftliche Erfolg als Ausdruck Gottes Segens, und das hat ihm der Vater wahrscheinlich deutlich gemacht. Und er hat ihm auch hingewiesen, Sie erinnern das, zwei seiner Brüder sind nach Südamerika gefahren und dort verstorben und haben dort Geschäfte abgewickelt. Wahrscheinlich hat er gesagt, nimm dir deine Brüder zum Vorbild. Dann war er sicherlich ein Paradebeispiel für Studenten in einem Chor. Wie gesagt, er wurde ungewöhnlich dreimal zum Senior gewählt. Auch dort herrschte ja ein ganz bestimmter Geist. Jetzt haben wir Theobald auf den Bildern aus seiner Chorzeit mit einem umfangreichen Backenbart. Ob er auch Mensuren geschlagen hat und entsprechende Zeichen im Gesicht davon getragen hat, das kann ich deshalb nicht sagen, es ist nirgendwo beschrieben. Und der andere Teil war, Theobald war Preuße, durch und durch mit den preußischen Tugenden, aber auch mit den preußischen Untugenden. Eine Sache war ihm besonders wichtig, und zwar die Ehre und dann später insbesondere die Ehre als Familienvater, die durfte nicht beleidigt werden. Jetzt haben wir in der Theobald unendlich viele Gerichtsverfahren und davon von den Gerichtsverfahren auch die Dokumente dazu. Das heißt, dann da drin, in diesen Dokumenten ist auch verehrt, wie Theobald sich verhalten hat und was er sozusagen im Einzelnen da zum Besten gegeben hat. Theobald kam ja später in die Irrenanstalt Friedrichsberg, und nicht ganz ohne Grund.
In der heutigen Literatur über Geisteskrankheiten würde der Fachmann sagen, Theobald war ein Rechtsquerulant. Ein Mensch, der trotz geringster Erfolgsaussichten besonders unbeirrbar und zäh einen Rechtskampf führte. Häufig jahrelange Verfolgung von vermeintlichen Ansprüchen vor Gerichten und Ämtern bis zur höchsten Instanz. Und kein Nachlassen in den Trotzprozessniederlagen. So, ich gehe dann gleich über zu der finanziellen Situation, weil die mit diesen Prozessen unmittelbar zu tun haben. Nur nochmal zu dem Rechtsquerulanten. Theobald wurde ja, weil er sie schlecht behandelt hat, von seiner Frau verklagt. Und innerhalb dieses Klageablaufs muss man sich ja zunächst einmal vor den Gerichten einen Rechtsanwalt nehmen. Und Theobald hatte die Angewohnheit, wenn der Rechtsanwalt ihm einen ersten Entwurf für den nächsten Antwortbrief gegeben hatte, dann hatte der Rechtsanwalt an irgendeiner Stelle mit seinem Text Schluss gemacht. Und dann fing Theobald erst an, seinen Quark noch dazu zu geben. Viele dieser Briefe sind in den Gerichtsakten zu finden. Da sieht man dann genau die Schrift des Protokollanten vom Rechtsanwalt und dann fängt plötzlich Theobalds Schrift an. In seinem Ehescheidungsprozess liegt eine 45-seitige Erwiderung allein von Theobald zu dem letzten Schreiben des Rechtsanwalt seiner Frau. 45 Seiten lässt er sich über alles Mögliche aus. Und dazu muss man dann schon einen entsprechenden Nerv haben und die entsprechende Grundeinstellung, um so sozusagen den gerichtlichen Gegner dann also auch zu beantworten. Noch einmal zur finanziellen Situation. Er heiratete ja eine reiche Witwe. Dann steht in dem Protokoll der Irrenanstalt Friedrichsberg ganz zu Anfang. Theobald konnte sich nicht entschließen, sich irgendeiner festen Stellung zu binden. Also er hatte reich geheiratet und seine Entscheidung war, von jetzt an arbeite ich nicht mehr gegen Honorar oder sowas in der Richtung. Also, wie man jetzt von jemand anders erwarten könnte, dass er zum Einkommen der Familie beitritt, hat er von vornherein die Einstellung, ich arbeite nicht. Das ist für mich nicht angemessen. Der Rechtsanwalt formulierte das so, er sah von seiner erwerbsmäßigen Verwertung seiner Kenntnisse ab. Durch den Ehezeter hatte er Zugriff auf das Vermögen seiner Ehefrau. So war das damals geregelt. So, jetzt gehen wir auf Zahlen an, viele Zahlen. Erst einmal die Höhe des Vermögens, das Adele Michaelis zum Anfang der Ehe mit einbrachte. Das sind hier 489.000 Mark. Eine Null dran, dann wissen Sie, das wäre der heute Wert. Also sie brachte etwa 4 Millionen Euro in die Ehe ein. So. Das ist der Ehezeter, also so sieht so ein Exemplar aus, Paragraph 1, Paragraph 2. Und wenn Sie mir es nicht glauben wollen, da unten 488 und ein paar zerquetschte. Das ist die entsprechende Aufstellung zu diesem Ehezeter. So, jetzt mal ein Überblick über das, was Theobald dann sozusagen mit dem Geld angefangen hat. Also als erstes, haben wir ja schon gehört, er baute sich eine Villa. Die kostet mit allem drum und dran 90.000, also in Euro immer eine Null dran. Dann hatte er für die Raummiete im patriotischen Gebäude etwas ausgegeben. Dann hatte er extra einen Weinkontrakt nochmal mit dem Wirt gemacht, über 5.000 Euro. So. Das heißt, dieses Geld war schon nach wenigen Jahren weg.
Dann hatte Theobald Grundstücke gekauft. 31.000, 100.000 in Eisendorf bei Harburg etwa 16.000. Und dann hatte er in Blankenese den Polterberg gekauft. 15.000. Das heißt, insgesamt 1,6 Millionen Euro hat er für Grundstücke ausgegeben. Dann schrieb er in seinem Gerichtsausformulierung das eine Mal, dass es ganz selbstverständlich sei, dass er eben für mal eben 10.000 Mark im Jahr den Haushalt in der Villa dort bewirken. Das wäre sozusagen die Normalkosten, die Jahr für Jahr entstehen. So, jetzt sind wir quasi bei dem Teil, als Adele Michaelis anfängt aufzulisten. Was ist denn aus seinen Grundstücken geworden, nachdem ihr Ehemann sozusagen einige Jahre damit umgegangen war? Theobald hatte ja zunächst einmal von den 4 Millionen, die seine Frau eingebracht hatte, so lange Geld ausgegeben, wie er unmittelbar aus Compton heraus von der Bank sich holen konnte. Aber dann wurde es schwierig. Er hatte ja zig Leute vor Gericht verurteilt und er hat nicht einen einzigen Prozess gewonnen und er hat auch nicht einen einzigen Prozess in der zweiten Instanz gewonnen. Das heißt, er wurde vom Gericht verurteilt, erst einmal die Gerichtskosten zu zahlen und dann möglicherweise an seine gerichtlichen Gegner auch Geldbeträge zu zahlen. Und das Geld wurde immer weniger und was macht man denn, wenn man weiterhin Geld ausgeben will und zu den Tagungen in ganz Europa reist, um dann dort als Gelehrter aufzutreten, dann muss man sich einen Vorschuss geben lassen. Und er hat zunächst einmal sein Villengrundstück mit 90.000 Mark belastet. Dann gab es Forderungen von Handwerkern mit 17.000 Mark. Dann hat er eine Vorschussforderung an seinen Schwager in Bremen von 14.000 Mark und dann noch kleinere Schulden. Diese Summe wurde im Ehescheidungsverfahren von Adele Michaelis gegen ihren Mann vorgetragen. Das heißt, er hatte allein in Höhe von 1,2 Millionen Euro auf diese Grundstücke sozusagen sie mit Schulden belastet. Und dann ging das also noch weiter. Das war ja nur das Grundstück in Uhlenhorst. Das nur Uhlenhorst. Und dann hat er noch in Harvesterhude, in Sierich, in der Sierichstraße, in Eisendorf und in Blankenese. Und auch dort kommen nochmal zusammen. Wieso wollen nochmal 3,6 Millionen Schulden auf Grundstück? Das heißt, er hat es geschafft, die 4 Millionen, die seine Ehefrau in die Ehe eingebracht hat, die einmal vollständig auszugeben und dann denselben Betrag von 4 Millionen nochmal als Schulden auf seinen Grundstücken zu machen. Das heißt, da ist ordentlich Geld von ihm versenkt worden. Und wegen dieser Schulden hat eben Adele Michaelis rechtzeitig gesagt, ich will mit dem Mann nicht mehr zusammenleben. Also mit seinen Klagen ging das an 1876. Erstmal mit der Verwandtschaft, Rechtsstreit mit den Stiefsöhnen, gereizte Stimmung unter den Eheleuten. Dann hatte er, wenn seine Frau ihm nicht zuhören wollte, Tobsuchtsanfälle. Eine Beschreibung, die er als Ehemann selbst vor Gericht gibt, ist, dass sie in ihrem Wohnzimmer einen wertvollen Mahagonitisch hatten. Und nach und nach hatte dann Adele Michaelis an dem Platz, wo Theobald sein Essen einnahm und regelmäßig nach dem Essen irgendwelche Tiraden von sich gab, hatte Adele Michaelis ein zusätzliches Brett auf den Tisch legen lassen, weil Theobald die Angewohnheit hatte, während seiner Tiraden, wo er seine Frau Vorhaltung macht, immer mit einem Holzstock auf den Tisch zu nehmen. Und dann hat sie das Brett da untergelegt, damit das Mahagoni nicht so leidet.
Familienangehörige verklagt, aber weiterhin nach außen das Bild eines reichen Bürgers mit aufwendigem Lebensstil aufrechterhalten. Schließlich ist dann irgendwann so weit gekommen, dass er bei einem dieser Auseinandersetzungen hat er wohl seine Frau gewagt, irgendwas zu sagen, und dann hat er, wie das festgehalten wird, eine brennende Lampe nach ihr geworfen. Wird diese Scheidungsklage eingereicht, und das Erste, was Theobald macht, der steht hinter Hinhalteanträge. Das heißt, die erste Antwort auf diesen Scheidungsantrag von Theobald an den gegnerischen Anwalt war: Ich bin ganz gewiss, dass meine Frau diesen Text, den sie als Rechtsanwalt aufgesetzt hat, überhaupt nicht verstanden hat und überhaupt nicht durchgelesen hat. Also er geht auch davon aus, dass er, dass seine Frau sozusagen nicht richtig, so hier nochmal, erst vor den 77 an, dann Verschwendung des Vermögens, Aktienspekulationen, Gerichtsstreit mit den nahen Verwandten, Zornesausbrüche, Gewalttätigkeiten, Zertrümmerung von Mobiliar, lebensgefährliche Handgreiflichkeit. So, und dann wird der Antrag gestellt auf Trennung der Ehe von Tisch und Bett bis zur Wiedervereinigung der Gemüter, so hieß das technisch damals. Dann wurde als erstes vom Gericht auch eine Gütekommission eingerichtet, dass man sich miteinander nochmal unterhält, aber Theobald in seiner Art erscheint erst gar nicht zu den Terminen und muss vom Rechtsanwalt oder muss vom Gericht vorgeladen werden. Schließlich am Ende des Jahres 78 erfolgt das Scheidungsurteil. So, hier. Aus der Klagekurs, ein Ehemann, schreibt er selber, ein Ehemann, der seiner Gattin wiederholendlich auseinandergesetzt hat, das Beste für die Klägerin und das Natürlichste von seiner Seite wäre, er schlüge seine Frau einfach tot, wozu er auch in der guten alten Zeit sogar berechtigt gewesen wäre. In dieser Art des Textes ergießt sich Theobald über 45 Seiten. Dieses ist sozusagen der zweite Teil von seiner Charakterbeschreibung. Das muss man auch erstmal mit seinem Rechtsanwalt gemeinsam aufsetzen und dann im Grunde genommen so sein. Dann kommt auch noch, dass Theobald selbst in seinem Text auftaucht, dass ein Hausmädchen, was mit seiner Frau geflohen ist, dann laut ausschaut, er macht ihr noch tot. Steht alles in den Gerichtsakten drin. Und Theobald schreibt, ich hatte schließlich den Entschluss gefasst, gelegentlich lieber ein Stück Mobiliar zu opfern, also kaputt zu machen, als den Verstand zu verlieren. Ne? Weil er auch sagt, dass seine Frau ihn überhaupt nicht verstanden hätte. Schließlich so am Ende der Korrespondenz, eine Frau dürfe ihren Posten in einem Haushalt ebenso wenig verlassen wie der Mann im Felde. Da kommt der Preuße Theobald 1:1 zu Wort. Nach und nach ergibt sich dann, dass die Grundstücke von Theobald versteigert werden. 79, 79, 80, 81, alle hintereinander weg. Das ist das erste Grundstück, die Anzeige dazu, das zweite, das dritte und die vierte. Das heißt, naja, wenn Sie sich reinversetzen, reicher Kaufmann, der immer noch so tut, als wenn er viel Geld hätte, der immer noch Mitglied im Verein für Hamburger Geschichte ist und dort als zweiter Vorsitzender die entsprechenden Berichte für die Kommission ist und liest in der Zeitung, dass seine Grundstücke verkauft werden. Das ließ ja nicht nur Theobald alleine. Theobald verlor alle Prozesse, auch die in der zweiten zahlen musste, stets die Prozesskosten zahlen. Er musste von der Verzeigung seiner Grundstücke in den Zeitungen lesen, und Theobald verfiel immer mehr und kümmerte sich auch nicht mehr um seine Äußeres. Nach Entlassung seines Personals verwahrloste auch die Wohnung. Theobalds Handschrift wurde so unleserlich, dass ein Richter kritisierte, dass seine handschriftliche Klageschrift nicht mehr zu entziffern sei, und wurde aufgefordert, sie gefälligst ein zweites Mal leserlich einzureichen.
Dann passierte Folgendes. Theobald versuchte Gerichtsbeamte, die wieder mal nach einer Entscheidung in seinem Haushalt eine Pfändung vornehmen wollte. Da hat er einfach das Haus verlassen, die Haustür abgeschlossen, ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, da wären Einbrecher in seinem Haus gewesen. Schließlich kommt es 1880 im Februar so weit, dass er im Flur des Landgerichts randaliert und alle Anwesenden, die im Gerichtssaal waren und auf dem Flur, mit Totschlag bedroht. Dann geht er am selben Tag nachmittags um 16 Uhr in das Verwaltungsgebäude und reißt dort Schriften und Bücher von den Tresen, die dort sind. Dann abends im Stadthaus bedroht er Beamte und reißt alle Akten von den Pulten. Und Theobald wird dann, nachdem die Akten dann den Polizeiarzt Dr. Lang holen, in die Irrenanstalt Friedrichsberg eingewiesen. Dieses hier ist das Krankenblatt von Theobald. Herr Adolf Wilhelm Theobald, geboren in Fischerhude bei Bremen. Aufgenommen am 5. Februar 1880. So sah das Hauptgebäude der Irrenanstalt aus. Und so, das ist jetzt wieder schwierig zu erkennen, das hier ist das Hauptgebäude. Hier ist ein riesiges Areal drauf, wo damals nach relativ modernen Methoden die Einsitzenden sich aufhalten durften. Und hier unten ist die Pensionsanstalt, in der vermögende Patienten aufgenommen worden sind. Jetzt habe ich nochmal einen etwas vielleicht unübersichtlichen Plan. Das wird aber gleich nochmal gebraucht. Dies hier ist das Gelände der Irrenanstalt Friedrichsberg von damals. Hier ist das Wort Eilberg der Flussviertel und das ist inzwischen die Klinik Eilberg. Jetzt sehen Sie hier, das ist der Stadtteil, nein, das ist ja Preußen, das ist die Stadt Wandsbek. Das war ja noch nicht zu groß Hamburg rein. Und hier sehen Sie auf der Straße so eine gestrichene Linie. Da habe ich da so einen Punkt gemacht. Das ist die Grenze, die Staatsgrenze zwischen Hamburg und Preußen. Und die führt hier an der Holstenstraße lang. Die geht hier weiter und heute ist hier hinten irgendwo die Wandsbeker Zollstraße. Denn für den Zoll für Waren, die wurde nicht unmittelbar an der Grenze genommen, sondern die wurde ein ganzes Stück zurück an der Zollstation abgefertigt. So, auch die Zeitungen haben dann das mitbekommen. Hier die erste Zeitschrift steht hier, gestern Abend und so weiter, randalierte jemand und hier wieder der Polizeiarzt Lang. Dann wird hier einige Tage später unter der Überschrift Trauriges Los die ganze Geschichte von ihm auch nochmal beschrieben. Und dann kommt hier ein Artikel in den Hamburger Nachrichten, die heißt Im Irrsinn. Und da wird also auch nochmal in aller Ausführlichkeit geschrieben. Ich weiß nicht, was denn der Unglücke, ein sehr geachteter und beliebter Dr. Phil, wohnhaft bei der schönen Aussicht auf der Uhlenhorst, wurde in die Irrenanstalt Friedrichsberg übergeführt. Im Februar, am 6. wird er eingeliefert, schon am 13. flieht Theobald aus der Anstalt, denn die Anstalt hat halt keine geschlossenen Türen. Und sozusagen die Aufsicht über die Patienten, die wurde auch nur halbherzig geführt. Es ist auch so, dass Theobald dann aus der Anstalt heraus endlose Anträge an die Hamburger Behörden geschrieben hat, dass er entlassen werden darf daraus. Das heißt, die Wärter in der Anstalt haben ihm Papier und Bleistift zukommen lassen, der hat dann Anträge geschrieben. Denn er war ja Fachmann im Umgang mit den Gerichtsbehörden. Dann wird kurz darauf ein Dr. Gläser zu seinem erstmal vorübergehenden Kurator bestellt. Und dieser Kurator sorgt dann wenige Tage dafür, dass in seiner Villa eine Inventur gemacht wird.
Und in einem anderen Bericht erklärt der Dr. Gläser, Theobald befindet sich noch immer in Friedrichsberg und es sei für seinen dortigen Unterhalt durch seine Ehefrau gesorgt. Das heißt, die Ehefrau ist geschieden, aber bezahlt noch die Gebühr für den Aufenthalt in der Irrenanstalt. Dann schließlich erstattet der Physikus, also Stadtarzt Dr. Reinke, ein Gutachten an die Vormundschaftsbehörde als Grundlage für eine Entmündigung von Theobald. Dies ist hier dann auch ausführlich beschrieben und hier, ich weiß nicht, ob ich es erkennen kann, wird ein Polizeimeister Pommerenke erwähnt. Theobald hatte nämlich über die Grenze, was ich erklärte, an der Straße Holstenwall war zur Markierung der Grenze zum Stadtpark Preußen eine Plankenwand und über diese Wand ist Theobald rübergeklettert. Als er darüber geklettert ist, hat ihn dieser Polizist beobachtet und hat ihn dann sozusagen zur Polizei in Wandsbek gebracht. Und dort ist er dann nach einiger Zeit abgeholt worden. Auf dem Rückweg haben ihn dann die Wärter aus der Irrenanstalt in einen Droschke verfrachten wollen. Und dann hat Theobald erst einmal die Droschke zerlegt, hat also die Türen zertrümmert und wollte sich sozusagen nicht nach Hause bringen lassen. Noch im selben Jahr erklärt das Amtsgericht auf Antrag der Ehefrau und Staatsanwaltschaft mit Rücksicht auf das Gutachten von dem Dr. Reinke den Dr. Theobald für geisteskrank. Das heißt, das geschieht alles innerhalb kürzester Zeit nach seiner Einlieferung. Theobald wird unter Vormundschaft gestellt und dieser Dr. Gläser wird zum Kurator, also Perpetuum, also dauerhafter Kurator. Dann am Ende des Jahres 1880 spricht das Gericht den Konkurs für das Vermögen von Theobald aus. Und wenn Sie mal sehen wollen, gemäß Paragraphen für geisteskrank erklärt, so würde das, wenn Sie gerne auch mal so ein Dokument für ein Familienmitglied hätten. So sah das damals aus. So, das Konkursverfahren kommt natürlich auch in Hamburg. Die damaligen Zeitungen haben ganz, ganz viel über das Gerichtsgeschehen geschrieben. Und jeder Konkurs, der also von der Gerichtsverwaltung angesetzt worden ist, wurde dann also eben auch in der Zeitung veröffentlicht. Und hier ist dann die Anzeige, dass über seinen Hausstand, dass sein ganzer Hausstand versteigert wurde. Aus dieser Versteigerung stammten neben diesem Barometer, was im Hamburger Rathaus ist, auch noch ein Teil für den Hamburger Silberschatz, der aus der Wohnung von Theobald stammt. Schließlich im nächsten Jahr muss Theobald aus allen Ämtern, die er beim Verein für Hamburgische Geschichte hat, ausscheiden und wird durch den Dr. Otto Rüdiger ersetzt. Aber diese Entscheidung nicht. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass damals die Senatoren alles zu bearbeiten oder die Bürgermeister das zu bearbeiten haben. Dr. Gläser stellt direkt einen Antrag an den Senat, dass die Polizeibehörde nochmal, nachdem das erste Gutachten abgelehnt worden ist, nochmal ein Obergutachten schreibt. Das wird genehmigt. Und der Senat fordert einen Bericht vom Oberarzt der Irrenanstalt Dr. Reihe. Der Dr. Reihe lehnt auch die Entlassung von Theobald ab. Dann kommt dieses Obergutachten und das stellt im Obergutachten Verfolgungs- und Querulantenwahn verbunden mit Selbstüberschätzung, Unklarheit im Denken und vermindertem Urteilsvermögen fest und lehnt die Entlassung wegen Gefahr für die Öffentlichkeit ab. Am 21.10. verstirbt dann Theobald in der Irrenanstalt und wird im Krematorium in Gotha, das war das einzig existierende Krematorium in Deutschland damals, bestattet. Dieses ist jetzt die amtliche Notiz, dass Theobald verstorben sei. Das heißt, er kriegt nicht mal ein ordentlich ausgefülltes Dokument, aber für einen späteren Zweck in einem anderen Zusammenhang wird nochmal eine ordentliche Sterbeurkunde ausgefüllt.
ausgestellt. Und dann wird sogar geschrieben, gestern wurde in Gotha zwei Feuerbestattungen, die 94. und 95. vorgenommen. Man verbrannte die Leichen des Dr. Phil Theobald aus Hamburg und des Ingenieurs so und so aus Eisenach. Das wird sogar in der Zeitung berichtet damals. Die Altonaer Zeitung berichtet das selber auch nochmal. Dies hier ist der Ausschnitt aus dem Krematorium in Gotha und hier unten steht dann durch Feuer bestattet. Der Verein für Hamburgische Geschichte schreibt dann auch auf mehreren Seiten in den Mitteilungen des Vereins über den Tod. Und das macht sein Biograf, der Vogt. Und hierin wird natürlich sozusagen seine Geisteskrankheit und seine Besonderheiten, die werden in einem relativ guten Bericht. Das heißt, man zerreißt so einen Herrn dann auch nicht. Dann, wie gesagt, nach dem Tode, es bleibt auch über die Theobald-Stiftung, das ist da hatte er selber einen Wunsch von 1800 Bänden, durch den Apotheker Hildemar Miel, der letzte war, der ihm noch Geld geliehen hatte, wird das Ganze in die Theobald-Stiftung überführt. Diese Theobald-Stiftung wird sowohl vom Verein für Hamburgische Geschichte und vom Verein für Niederländische Sprachforschung in gemeinsamer Arbeit weiter verwaltet. Diese restlichen Bücher werden dann im Jahr 1914 als Gabe an das Deutsche Seminar an der Universität Hamburg übergeben. Äh, 1924, als sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt kein Geld mehr da war, wird diese Theobald-Stiftung als Folge der Wirtschaftskrise ausgelegt. Es wird dann verfügt, dass die Stiftung, also dass diese Bücher an das germanistische Seminar gegeben werden. Und das kommt dem Senat dann auch in seiner Festansprache ganz gut zustande, denn in dem Jahr feiert der Verein ein 50-jähriges Jubiläum und dann kommt der Senator an und sagt, ich übergebe ihm noch eine ganze Bibliothek mit historischen Büchern. Diese Bibliothek ist heute noch vorhanden im Institut für Germanistik. Das älteste Exemplar in dieser ist eine Luther-Hauspostille aus dem Jahr 1550. So, jetzt ist, wie gesagt, immer noch nicht Schluss. So, Adolf Arends schreibt in Selbstfinanziert einen Appell an Hamburgs Bürger und nennt das einige Bemerkungen über Physikalsgutachten. Er wirft den Ärzten in der Irrenanstalt Friedrichsberg vor, dass die gegen Bezahlung Menschen von der Bildfläche verschwinden lassen. Sie machen ein Gutachten und sagt, er ist irre und der wird in die Irrenanstalt genommen. Und damit ist die Ehefrau von diesem Herrn Arends auch erfolgreich gewesen. Das heißt, der Herr Arends war in der Irrenanstalt, hatte aber das Glück, dass er ein Gegengutachten machen lassen konnte. Und seine Frau wollte ihn verschwinden lassen. Das ist dann also auch in seinem Appell rausgekommen. Und da wird dann nochmal geschrieben, ein unheimliches Dunkellicht über den Ausgang des Falls Dr. Theobald, des einst vielgenannten Gründers des Vereins für Kunst und Wissenschaft. Er soll mit Geld schlecht umzugehen gewusst haben. Das ist unglaublich. Wo er aber deswegen irrsinnig gewiss ist, dass er mit großer Energie sich aus Friedrichsberg rettete, sich in den Schutz der preußischen Behörden begab und hartnäckig in korrekt abgefassten Streitschriften für seine Freiheit kämpfte. Er soll dabei von verkehrten Rechtsanschauungen ausgegangen sein und deshalb doch wieder zurückgemusst haben, in Kerker und Tod in der Irrenanstalt. So habe ich sie auch genügend vollgetextet. Ich hoffe, es war dennoch ein Durchschuss durch ein wildes Leben eines Gelehrten, der in seiner Anfangszeit so bis 1870
sogar etwas Wertvolles für die Stadt Hamburg geschaffen hat, auch mit seiner Vereinsgründung als Wissenschaftler auch Vernünftiges zustande gebracht hat. Und dann anschließend aber durch seinen übertriebenen Anspruch an seine Ehre, die er von allen Seiten verletzt gefühlt hatte, und mit seinem Unvermögen, mit Geld in einem entsprechenden Maße umzugehen, hat er sich dann selber sozusagen in eine absurde Situation hineingebracht, bis er schließlich sozusagen in seiner wertvollen Villa dann vor sich hin vegetiert hat, Polizisten eingeschlossen hat und gemeint hat, alle Welt tut ihm Unrecht. Und wie gesagt, zum Schluss in der Irrenanstalt hat er auch nochmal diverse Male dafür aufgesorgt, dass die Wärter und Ärzte viel damit zu tun hatten, ihn sozusagen in Ruhe zu stellen. Und ohne das jetzt zu übertreiben, Theobald hat dann noch so eine Besonderheit. Das heißt, er hat sich früh morgens um 4 oder um die Zeit etwa extra ein Fenster in seinem Zimmer, in dem er dort war, öffnen lassen, sodass die eiskalte Nachttemperatur über seinen nackten Oberkörper kam. Erst dann fühlte er sich wohl. Sie haben gesehen, es gibt da einen Bericht, einen Arztbericht über die Irrenanstalt, und da steht das entsprechend drin, welche Besonderheiten und welchen Spleen er auch dort noch sozusagen versucht hat durchzuführen. So, vielen Dank, und ich hoffe, es war nicht zu lang. Herzlichen Dank. Danke.